Weißt du, Felix, im Endeffekt wird da reingesteckt. Das, meine Damen und Herren, natürlich. Das, meine Damen und Herren, war mein alter Breakdance-Trainer, der mir einfach mit 14 Jahren diese Weisheit mitgegeben hat. Und ihr müsst wirklich immer dran denken, im Endeffekt wird da reingesteckt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mein Name ist Felix Lobrecht. Mir gegenüber, wirklich gegenüber, sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Wir sind live in einem Raum. Wir sind live in einem Raum. Wir sind in meinem Hotel, über das ich gleich noch das ein oder andere zu meckern habe. Und wir haben eine sehr dumme Idee, finde ich. Also im Nachhinein, es war eben eine gute Idee, jetzt ist es eine dumme Idee. Wir haben überlegt, in deinem Hotel sitzend, uns an der Bar einen Drink zu holen, der sich Pornstar Martini nennt, auf Anraten von Atze Schröder, hat mir den mal empfohlen. Und der knallt so heftig, dass ich habe ein bisschen einen kleben, muss ich sagen. Ja, also du hast doch so eine... Ich komme gerade aus dem Fernsehstudio und habe Adrenalin in mir. Und es fährt alles gerade so ein bisschen runter. Und anstatt, dass ich mal so einen halben Liter Wasser trinke, habe ich mir jetzt einen Pornstar Martini reingeknallt. Du hast das, was man eine schwere Zunge nennt. Ja, wirklich. Kennst du das, wenn man so Heinz Strunk hat, ist mal so ein Schmiersuff, der sich so schräg durch dein Gehirn legt. Das Hirn ist so, da, die Zunge aber nicht. Ja, alle schmaddert so weg, ey. Nee, wir sind gerade in Köln und hier sind irgendwelche Messen. Und ey, aus irgendeinem Grund gibt's da einfach noch Messen, ey. Und dann gibt's auch immer diese, machen wir uns vor, diese Loser, die auf Messen gehen und dann immer alle Hotels in der Stadt besetzen. Deswegen bin ich nicht in den warmen Armen des Savoys, sondern bin hier in so einem Coolman-Hotel, was ich nicht namentlich nennen will, weil ich nicht zu viel Positives zu sagen habe, außer dass die Mitarbeiter hier so weit es geht nett waren. Aber Tommy, mir ist das hier alle zu cool, ey. Warum? Ne, das ist ja alle zu cool. So, Leute, ey, ah, Mann, ey. Ich sag mal so, Leute. Also, das will ich ja alle zu. Jetzt ist aus irgendeinem Grund. Es ist unfassbar warm erstmal in deinem Zimmer. Es ist richtig warm. Ja. Und aus irgendeinem Grund will das Hotel hier spacey sein. Einfach so Hotels, die so Themen geben. Und das Thema hier ist Space. Und ich sag mal so, Leute, ich sag mal so, in der Wegbeschreibung, ich stand an der Rezeption, hab eingecheckt. Mhm. Und in der Wegbeschreibung, wie ich von der Rezeption zum Fahrstuhl komme, kam das Wort Astronaut drin vor. Und zwar in dem Satz, bei dem zweiten Astronauten links. Und das wiederum, Tommy, heißt, dass es auch einen ersten Astronauten gibt. Und es schließt absolut nicht aus, dass es nicht auch einen dritten irgendwo gibt. Ich wollte gerade sagen. Also es gibt a hell lot of Astronauten da unten in dieser fucking Lobby, Alter. Und das ist auch alles, jetzt bist du hier in so einem Zimmer, Alter. Das ist hier alles, ja, oh, ist das alles stylisch, ist das alles stylisch. Aber es ist auch so ein, diese komische Dudes-Kultur, ey. Ich werde hier von jedem Gegenstand in meinem Zimmer geduzt, ey. Muss man darauf achten. Hier sind überall, jedes Möbelpiece hat hier so einen Kessenspruch auf Lippe. Das stimmt. Weißt du, so an dem Föhn steht irgendwie so, come as you are, but stay dry. Und die Kaffeemaschine sagt mir irgendwas, mein Spiegel sagt mir, you are beautiful. Und ich mir denke, ey, na sag mal, könnt ihr mal alle die Schnauze halten? Wir sind hier beim Sie, Alter, wir kennen uns nicht. Und jetzt ist auch mal you. Im Englischen hier, gibt's aber nur you, Felix. Ja, ist mir doch egal, ey. Aber ist überall diese Dudes-Kultur hier, so wie bei Apple und Ikea? Ja, du kommst auch unten an der Rezeption und wirst da, hey, schön, dass du da bist. Ich bin ja Berliner, ja. Sagt Berliner Felix Lobrecht nicht zur Begrüßung, schön, dass du da bist. Ja, ist ein Affront. Nee, ich denke mir, also in so gewissen Kontexten kann man erstmal kurz einfach sie sagen oder einfach das vermeiden. Weißt du, man muss ja nicht einfach so direkt drin, so, hey, schön, dass du da bist. Da vorne ist der Kicker. So, weißt du? Ja, fickt euch. Kannst du deinen Astronaut in den Arsch stecken? Und wir sind hier mal wieder schön beim Sie, ey. Du darfst nie wieder hier einchecken, ja, glaube ich. Ey, Mann, und ich darf nie wieder im tollen Restaurant. Mann, ey. Das Restaurant ist super. Ja. Generell, die Leute sind super ja, hier. Ja, die sind doch alle nett. Ich sage euch, dass die Leute scheiße sind. Ich sage, das ist der Idiot, der sich das hier ausgedacht hat. Einfach, der kann selber mal auf den Mond, ey. Tschüss, Rüsseldorf. Gut. Ich habe ja mal eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann bei Linde Gas, Geschäftskonzept, was stand jetzt auch schlecht gealtert ist, schöne Grüße. Die hatten auch so eine Gasabfüll, also es war so ein sinnloser, seelenloser Strombergbau irgendwo im Industriegebiet in Neukölln, wo die Büros waren, und auf dem Hof war noch so eine Gasabfüllstation, wo auch Endkunden quasi hingehen konnten und sich so Gas, sie konnten dann so da Gasflaschen kaufen und sowas, ja. Und Teil der Ausbildung, und das war zum Glück im ersten Lehrjahr, deswegen habe ich das noch mitgenommen, war in diesem Laden, also in dieser Gas and More hieß es.
Gas and More hieß dieser Laden quasi, wo man das kaufen konnte. Da hatten wir auch so einen Chef, so eine alte Berliner Wildsau, der irgendwie immer so international ans Telefon gehen wollte. Und es ist ein Pipi-Kacka-Witz, aber ich find's nach wie vor witzig und ich musste jedes Mal lachen, weil der ist immer ans Telefon. Der ist immer ans Telefon gegangen mit Gas and More. Gays and more. Weil er dachte, man spricht Gas auf Englisch. Gays and more. Ebenfalls bei Gays and more. Das waren halt so richtige Handwerksärzte. Das war auch so ein Duo, Alter. Das war ein Türke aus Wedding, aber auch so ein richtiger Berliner einfach. Und ein richtiger Fulltime-Ostler, die ja meine Chefs waren quasi. Fulltime-Ostler. Ja, wirklich. Der war so, ey, das war so eine Ostsau, aber ein super, also cooler Typ, ey. Und die haben einen, ich mochte das voll, weil da wurde man so richtig wie so ein Azubi behandelt. Nämlich schlecht. Weißt du, wurde sich darüber lustig gemacht, dass du der Idiot bist, der jetzt die Scheißarbeit machen muss. Mhm. Weißt du, ich mochte das voll. Wir hießen bei denen auch nicht Azubis, sondern Azunos, so die Auszunutzenden. Das fand ich immer witzig. Und ich glaube, so, also mit diesem echte Leute-Charme muss so eine Werbekampagne für das Handwerk laufen. Weißt du, wie ich meine? Ey, ich habe hier vorgestern, das ist übrigens Dienst, wir sind hier fast live, Hacki. Es ist Dienstag mitten in der Nacht, nämlich 11 Uhr morgens. Ja. Und wir nehmen hier für euch auf. Und ich habe am Samstag oder am Freitag oder Samstag, irgendeinen Wochenendabend, habe ich hier unten so, was war, vielleicht so 1 Uhr nachts oder sowas, relativ wenig los auf der Straße. Und ich kann von mir oben auf so eine Bushaltestelle gucken. Und in der Bushaltestelle war eine junge Frau. Ich habe die jetzt nicht perfekt gesehen, aber ich würde die so auf Anfang, Mitte 20 schätzen. So Light Skin Black. Also ich hoffe, dass sie Light Skin Black war, weil sonst dürfte sie frisurmäßig auch nicht in der Schweiz auftreten. Aber irgendwie so. Und die hat dann da so übelst so getanzt. Also so richtig, so eine Frau, die so, yeah, ich tanze jetzt hier mitten in der Nacht in Berlin, in Kreuzberg. Also sie war so ein bisschen, als wenn die so... Also ich glaube, sie dachte, dass sie in einer Kopfhörerwerbung ist. Weil es war wirklich so genau so ein Kopfhörerwerbungs-Setting. Boomfuck MCs, Freestyler. So Bushaltestelle, Kopfhörer. Und da hat sie sich so im Spiegel vom Bushäuschen immer so beim Tanzen zugeguckt und so. Und die konnte auch gut tanzen. Und dann sind so ein paar Leute an ihr so vorbeigelaufen. Und dann hat sie erst noch so richtig so offensiv weitergetanzt. So um zu zeigen, so yeah, ich tanze trotzdem, ich tanze. Und dann hat sie aufgehört zu tanzen und ist denen auf einmal hinterhergelaufen. Und ab dem Moment, wo sie nicht mehr getanzt hat, ist diese Frau so unglaublich getorkelt. Also die war sturzbesoffen, ist denen so hinterhergetorkelt und hat die auf einmal so angeschrien. Da war die gar nicht mehr in der Kopfhörerwerbung. Also es war wirklich, die war sofort nicht mehr in der Kopfhörerwerbung. Und dann hat sie, die hatte irgendwie so ein Toppern und darüber so ein lockeres Jäckchen. Und dann hat die auf einmal so ihre Jacke so ausgezogen und ist denen so hinterhergelaufen, als wenn die so schlagen will. Ja, Jacke ausziehen ist eigentlich immer wie früher Rucksack abnehmen. Da weißt du, das ist, oder wie beim Gorilla auf die Brust hauen. Da weißt du, jetzt klingelt's gleich. Ja, wirklich, die ist dann so hinterhergelaufen, so hat irgendwas auf so Englisch oder so oder Französisch irgendwas geil, dass ich Englisch oder Französisch nicht unterscheiden kann, aber ich habe es nicht so gut gehört, aber hat den irgendwie so hinterhergeschrien, die haben einfach so abgewunken, sind weitergelaufen, dann ist sie kurz zurück ins Bushäuschen, hat noch einen Move gemacht, dann ist sie auf die andere Straßenseite und hat dann da irgendwelche Obdachlosen angepöbelt. Fieser Trip wahrscheinlich einfach, oder? Was ist hier gerade für ein Plot-Twist? Tanz mal weiter, ey, da warst du am stabilsten. Während die so mit ihrem Hund draußen sind, einfach so, ja, nee, ich wollte nochmal, ey, komm her, also einfach so, kriegst du Hundeanweisungen mit. Meine Mutter war da auch immer ganz gut drin, oder ist da ganz gut drin, aber war, weil der Hund lebt nicht mehr, den wir hatten, aber sie hatte auch immer keine Anstalten, bei Sprachnachrichten nicht, aber bei Telefonaten wirklich so, ja, und dann, wann kommst du? 18 Uhr, okay, dann können wir was essen. Diego! So, Entschuldigung, wir sind die Ohren weggeflogen. Das ist wirklich, wirklich krass. Diego ist mein Bruder übrigens. Nein, aber es ist der Hund gewesen und das ist ja wirklich immer, guck mal, jetzt, während ich hier gerade geschrieben habe, wir haben gerade zwei Leute reingeguckt. Es sind nämlich noch zwei weitere in dieser Redaktion, weil wir dachten, es wäre alles in Ordnung. Ich habe einen Fail der Woche. Ja, warte. Ja. Aber kannst du mir noch ganz kurz sagen? Ja. Guck mal, es ist ja, wenn einen im Gespräch jemand so anspuckt. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich kurze Beobachtung. Ja. Die spuckt jemand im Gespräch so ein bisschen an. Jetzt nicht so, sondern einfach so einen Flusen, den beide sehen. Ja. So, der hast dann hier so schräg rechts unterm Auge. Ja. So, und man macht den ja dann wirklich
komischerweise aus Höflichkeit nicht weg. Weil man will nicht unhöflich sein, nicht so, du hast dich angespuckt mäßig. Ja. Aber eigentlich hat der andere sich ja fehlverhalten. Ja. Aber er kann ja auch nicht dir dann ins Gesicht greifen und es so weg. Also wenn einen jemand in einem Gespräch anspuckt, dann ist es eigentlich eine Pattsituation. Also weißt du, also einer von beiden ist unhöflich. Entweder ich bin unhöflich, wenn ich es wegmache, der andere ist unhöflich, wenn er es wegmacht. Wenn beide es totschweigen, ist es von ihm unhöflich, weil er es nicht thematisiert hat. Wenn ich es anspreche, ist so, ah, spuck mich nicht an. Also man, das ist wirklich eine Situation, in die bringt einer die beiden und ist dann wirklich so, ja, das Gespräch ist eigentlich gelaufen. Ich bin auch weggegangen einfach. Ja. Und habe natürlich das Gespräch auch nicht mehr gesucht, weil ich wusste, wenn ich da hingehe, werde ich wieder angespuckt. Ja. Eine Spuckerin gewesen. Und ich dachte auch so, gerade in diesen Zeiten, ne, Corona, ist das noch ein Tröpfchen-Ding? Nee, ist das ein Aerosol-Ding weiterhin? Ist gar kein Ding mehr. Machen wir uns nichts vor. Gar kein Ding mehr. An die Spiegel-TV-Leute nochmal den verrückten Plakaten, ihr hattet irgendwie doch recht. Ja, ey. Ja, da wirklich. Quatsch. Doch, ey. Also. Fail der Woche. Es ist ein ganz unangenehmer Fail der Woche. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wie ich langfristig damit umgehen soll. Ah, ich hatte auch ein Fail der Woche, als ich danach erzählt. Ich war auf einer, es ist eigentlich kein Fail der Woche, sondern das ist vorher passiert, aber ich habe das jetzt erst erfahren. Mhm. Deswegen ist es so ein Gefühlsfail der Woche, muss man so sagen. Mhm. Ein emotionaler Fail der Woche. Ich war auf einer Hochzeit. Ein EFDW. Ich war auf einer Hochzeit von einem guten Freund. Du bist zu viel auf Hochzeiten, Tommy. Ja, ja. Ich bin, gerade hat sich einfach Felix Handy von alleine bewegt. Ja, ja. Also, ich war auf einer Hochzeit und erinnerte mich daran, dass die Mutter eines Kumpels, die auch da war, hat früher immer so eine Genusszigarette geraucht. Mhm. Die hat früher mal eine Genusszigarette. Da lag immer im Garten bei denen draußen unter so einem Schirm, so dass sie nicht nass wurde, immer so eine Packung Zigaretten, die wo die wirklich so einen Monat dran geraucht hat. Das war eigentlich so ein Genussding abends, so wie Frank Underwood bei House of Cards, ganz entspannt abends. Ja. Irgendwann war das nicht mehr. Auf dieser Hochzeit habe ich mich aber daran erinnert, an diesen Moment, und bin mit einem Kumpel, der Zigaretten braucht. Oh, ich weiß nicht, die Geschichte. Warte. Mit einem Kumpel, der Zigaretten brauchte, mitgegangen. Wir sind völlig overdressed dann, weil es eine Hochzeit war, in diesen Supermarkt, was schon sehr weird ist, in Fliege, einfach in der eigenen Stadt, was einfach in so eine in ein Hochzeitsoutfit in so einen Supermarkt zu gehen. Darf ich da kurz was dazwischen sagen? Ja. Irgendwie stelle ich mir das im Kontrast zu der Hochzeit im Supermarkt auch zu hell vor. Also ja, und es hat auch eine Person an der Gemüsetheke mit dem Foto gemacht. Irgendjemand bitte melden, hat ein Foto mit mir in einem Supermarkt. Ich habe ein Smoking an und eine Fliege. Ah, sehr gut. Einfach vor den Bananen oder so. Einfach so richtig hell. Ja, richtig viel zu hell. Ja, viel zu hell. Viel zu hell. Okay. So, mein Kumpel kauft Zigaretten, den ich mitgenommen habe. Kennst du so Supermärkte, die so zu kalt sind, ganz kurz? Ja, klar. Also, so. Nü, amerikanische. Weiß ich noch nie. Okay, sorry. Ist egal. Das finde ich ja gut. So. Und dann stehe ich da mit ihm. Ich wollte eigentlich nur so mitkommen. Dachte so, ach, ich erinnere mich so an die schöne Zeit damals. Ich kaufte, weil es ist eine spezielle Marke gewesen. Da musst du da draufdrücken, da an dem Fließband, da am Supermarkt, draufgedrückt. Und dann ich bring dir nochmal so wie auf die alten Tage so eine Packung Zigaretten mit. Und wie gesagt, das letzte Mal irgendwie 15 Jahre oder so davor nochmal dran gezogen. Ich bring die mit. Sie so, oh, das ist ja süß, in dem Garten, wo die Hochzeit war, so, das ist ja süß, das ist ja voll die lustige Idee und so, komm, da rauche ich mal eine. Ja. So, Hochzeit vorbei, irgendwann alles gut. Zwei Wochen später ruft mich mein Kumpel an und sagt, hey Tommy, meine Mutter raucht wieder. Es ist wirklich so passiert. Ich habe jetzt einfach eine Frau, Ü50, wieder zum Rauchen gebracht. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil das ist ja überhaupt nicht witzig. Naja, wie kannst du einfach... Weil die das auch, glaube ich, nicht genießt, so wie ich es richtig verstanden habe. Also die ist jetzt wieder richtig süchtig. Ich habe die einfach so wieder so rangebracht an den Stoff. Und das war einfach so eine Party-Idee. Und ich dachte, das wird so ein schöner Abend. Und jetzt raucht die halt wieder ab und zu. Nicht jetzt so wie ein Schlot, aber noch so... Noch nicht. Ich habe diese Tradition wieder aufleben lassen. Ja. Gut und gemacht, Tommy. Finde ich sehr schlecht. Und das kann man wohl eindeutig als Fail der Woche bezeichnen. Das ist ganz weil ich einfach Menschen einfach, ich hab ihrer Gesundheit geschadet. Ja, langfristig. Weil nochmal hört die nicht auf, wenn man sich vor. Nee, natürlich nicht. Die ist über 50, hat gar keine Willenskraft mehr, ey. Schöne Grüße. Aber ist das nicht gruselig? Ey, Tommy, vor allen Dingen. Der das so lachend erzählt, ich so, ey, warte mal, das ist überhaupt nicht witzig. Ja. Das ist überhaupt nicht cool. Ich hab, Tommy, du hast meine Mutter ermordet. Ja, schau, es kommt irgendwann, also Ultima Ratio, es kommt irgendwann dazu. Ja.
Und dann ist natürlich der Elefant ist im Raum. Der Elefant. Der rauchende Elefant. Der rauchende Elefant sitzt in der dritten Reihe und trägt Smoking. Alle. Oh Gott, hör bloß auf. Hör auf. Mhm. Kumpel von mir hatte mal einen Wellensittich, der hat immer mein RTL gesagt. Mein RTL. Oh, das ist schon. Spricht das gegen die Familienverhältnisse, aus denen er kommt, ey. Ja. Stimmt, was lief da wohl? Tommy, weißt du, was er sagen konnte? Tommy. Mein RTL. Gewürzketchup. Hela. Jetzt kommen die sexy Sportclips. Hey, der hat nur so Sachen gesagt. Jakordia-Tabak. Gewürzketchup. Fanta. Und Assi-Papagei. Nein, River, nicht die Originale. River Orange. Sowas. Ja, Curry King. Ja, aber so. Curry King. Boston-Zigaretten. Oh Mann. Scheiß Deo. Ausländer raus. Ausländer. Ja, ey. Tommy, ich hab eine Felderwoche. Oh Gott. Und der ist wirklich unangenehm. Ja. Und ey, das ist so ein Duschschrei-Moment, das mir nämlich passiert. Und zwar, ich bin jetzt gerade in Leipzig. Mhm. Heute ist übrigens Montagmittag für die Hackis. Und ich war von Mittwoch bis gestern waren wir in Heidelberg, weil ich Shows in Mannheim hatte. Haben wir aber in Heidelberg gepennt, okay? Mhm. Und an dem Off-Day in Heidelberg, habe ich auch in der letzten Folge erzählt, war ich bei Till Reiners in der Show zugucken, ja. weil er zufällig Solo gespielt hat. War übrigens sehr, sehr gut, kann ich absolut empfehlen. Mhm. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich wollte mir das dann angucken gehen abends. Da habe ich Till gefragt, weißt du, ob ich da irgendwo parken kann? Da meinte er, hier, das ist die Nummer vom Veranstalter, ruf den mal an, so der holt dich irgendwie rein und sagt dir, wo du parken kannst. Mhm. So, dann fahre ich da hin, ruf diesen Veranstalter an. Geht erstmal nicht ran. Das ist immer schlecht, wenn die Abendleitung nicht rangeht, ist immer schon kein gutes Zeichen. So, dann stand ich da irgendwie so, wusste nicht, ich wusste, wer Tills Opener ist. Also es war Falk, da habe ich Falk angerufen, so, ey, kannst du dem Veranstalter sagen, soll ich mal zurückrufen? Hat er mich zurückgerufen, dann meinte ich so, hier, bla, wo kann ich denn jetzt hier parken? Und dann meinte er, ja, ich habe dir hinten einen Parkplatz frei gemacht, komm mal da und da hin. Mhm. So, dann fahre ich da hin und ich sehe diesen Typen, der mich da jetzt sagt, ja, du musst jetzt da lang. Und ich gucke in sein da lang und da, wo da lang ist, war die Schlange von der Show. Ja. Und es war eine große Show. Das waren, ich glaube, fast 600 Leute waren da. Und diese 600 Leute standen da gerade in Schlange. Und ich dachte, wollte der Mensch etwa, dass sich der Felix Lobrecht anstellt beim Volk? Nein, warte, Tommy, es wird noch so. viel schlimmer. viel schlimmer. Da habe ich gesagt, ja, aber da ist doch die Schlange. Da meinte er, ja, kein Problem, du fährst einfach, also es war auch so richtig eng. Er meinte ich gehe jetzt dahin und sag, die sollen alle zur Seite gehen und dann fährst du mit deinem Auto da lang. Ah, wie unangenehm, vor allem, wenn man weiß, was du für ein Auto hast. Wenn die dann alle wie das Meer wird geteilt und dann fährst du mit deinem pinken Hammer 1. Das Meer wird geteilt. Das Meer wird geteilt, damit Felix Lobrecht das Arschloch in seiner mattweißen S-Klasse Long-Version mit den 22 Zoll Felgen bitte zu Till Reiners Show kommen kann. Ich sag so, nein, das kann ich nicht machen. Wo Till Reiners dann über die da oben redet. Ja, genau. Und dann meinte er, doch, das ist kein Problem, die wissen alle Bescheid. Und dann fahre ich los und niemand wusste Bescheid. Und dann sofort so, Felix? Und dann bin ich da wirklich im Schritttempo an jedem Zuschauer vorbeigefahren, Tommy. Ah. Und dann, du kennst es, du hast ja bestimmt auch schon mal in einem etwas neueren Mercedes gesessen. Die haben ja alle möglichen Sicherheitsfeatures. Die sind ja super. Die sind an sich super, Tommy. Ja. Was allerdings nicht super ist, ist, wenn du an einer Schlange mit 600 Leuten vorbeifährst im Schritttempo. Nee, wenn dann einer ein bisschen zu spät merkt, dass er Platz machen muss. Vollbremsung macht das Auto. Und das Auto dann eine Vollbremsung macht! Vor allen Leuten eine Vollbremsung und von allen Seiten werde ich angekickt, ey. Und ich dachte mir so, der kann doch nicht so gut Auto fahren. Der hat das nicht so unter Kontrolle. Ja. Wie wenn so ein Neureicher irgendwie in Ehrenfeld in seinen Lamborghini einsteigt und ein bisschen zu schnell losfährt, weil er es noch nicht so drauf hat. Weil so ein Auto musst du ja auch fahren können. Dann Tommy. Dachten die Leute natürlich in dem Moment, guck mal hier, der reiche Wichser. Da setzt er sich da in sein Auto und hat das überhaupt nicht unter Kontrolle.
Tommy, ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich dachte, ich wäre gerade irgendwie, ich dachte, ich hätte einen Unfall gebaut. Stell dir das mal vor. Und ich hatte noch die halbe Schlange vor mir. Ich habe auf einmal so richtig nervös. Dachte mir so, oh Gott, habe ich jetzt jemanden angefahren? Habe ich einen Unfall gebaut? Einfach weiter. Dann höre ich noch so von draußen, wie so jemand sagt, hat keiner gesehen. Da haben wir so, nein, das heißt, das haben alle gesehen. Und dann bin ich da weitergefahren. Du hast jemanden überfahren. Und erst in Berlin ist dir aufgefallen, dass so ein Tübinger Student mit einer Bionade in deinem Kotflügel noch hängt und sagt, alles gut, ich wollte immer mal nach Berlin. Können wir ein Foto machen trotzdem? Ja, und die Hälfte liegt noch vor der Halle, die andere Hälfte. Ja, jedenfalls, Tommy, dann irgendwann bin ich da an dieser Schlange vorbei, stehe dann da, steig aus, dann kommt dieser Veranstalter mir hinterher, der wirklich, war nett gemeint, aber es war wirklich gar keine Hilfe, was er da gemacht hat. Und dann sage ich ihm so, ey, wenn du mir gesagt hättest, dass ich einmal an der kompletten Schlange vorbeifahren muss, um irgendwie in der Nähe von der, also um irgendwie da am Backstage zu parken, dann hätte ich doch einfach irgendwo anders geparkt. Das wäre doch scheißegal gewesen. Ich wollte überhaupt kein Special Treatment. Ich dachte, da gibt's einfach so einen Weg, wie man da hinten ranfahren kann. Und wenn nicht, ja gut, dann parke ich halt wie ein normaler Mensch irgendwo. Und da habe ich ihm das gesagt. So, ey, Dicker, sag mir doch einfach, hättest du doch nicht machen, also, weißt du, ich hätte doch einfach irgendwo parken können, wenn es so ein Film ist. Und da meinte er, nee, kein Stress. Ich dachte mir, doch, es geht dir gerade nicht um deinen Stress. Das Problem gar nicht verstanden. Das ist mein Problem gewesen. Das war die Hölle für mich. Alles gut für mich, wirklich. Ja, ja, wirklich. So Leute, die so dein eigenes Problem auf sich beziehen, weißt du, und dich dann so entlassen, weil ich dachte mir so, oh, Bruder, ey. Oh, war das schlimm. Ist mir jetzt gerade doch unangenehm, ey. Die so hinten drauf fahren und dann ihr eigenes Auto angucken. Ah, ist nicht so viel. Alles gut. Ist nicht so viel bei mir kaputt gegangen. Ja, ey. Tommy, mein Bruder hatte eine Idee. Ja. Die ich ganz witzig finde. Ja. Und zwar, es gibt so eine Aufgabe, da würden Menschen dran verzweifeln und du auch. Mhm. Menschen, okay. Und die klingt so verlockend. Ja. Aber es ist unmöglich, das zu lösen. Kennst du noch den Fußballspieler Gianluca Sforza? Ja, klar. So, Tommy. Ja. Ich gebe dir 1 Million Euro. Ja. Wenn du, also das Setting ist, du kriegst 1 Million Euro, du hast so viel Zeit, wie du willst, aber du hast nur einen Versuch, den Namen von Gianluca Sforza richtig zu schreiben. Also ich soll jetzt buchstabieren, oder was? Ja, also das wäre die Aufgabe, weil die ist auf eine Art unlösbar. Weil ich wollte den googeln und der ist mir aufgefallen. Ich weiß das aber, glaube ich. Also als Fußball-Freak, also ja, Nachname S-F-O-R-Z-A. Ja. Und Vorname. Aber wie schreibt man Giraco? Naja, er ist ja Chiriaco. Deswegen müsste es, also wenn jetzt nicht irgendein Fallstrick drin ist, würde ich sagen C-I-R-I-A-C-O. Naja, wir haben ja nicht, das war ja nur ein Gedankenexperiment. Richtig? Ja, natürlich war das richtig. Wir sind wahnsinnig geworden im Auto. Wir haben uns kaputt gelacht im Auto, weil ich dachte, Giraco, wie schreibt man denn Giraco, Alter? D-J-I-R-A-C-K-O, Alter, Giraco, Forza? Ja, ich bin aber Fußballfreak. Ja, ich habe so oft diesen Namen schon aufgeschrieben. Ich habe immer alles aufgeschrieben. Immer. Das war das Schlimmste. Also ich habe irgendwann mal die Länderspiele von Deutschland aufgeschrieben, die nicht in Turnier basiert waren. Irgendwelche Testspiele und so. Deutschland, Kuwait in Freiburg. 1-0 Janka. 2-0 bla bla bla. Und dann hat mein Bruder mir irgendwann gesagt, dass im Kicker auch alles aufgeschrieben wird. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil ich dachte, das wäre meine Idee, so dass man Statistiken führt über Spiele. Tommy hat die Statistiken gefunden. Und ich habe letztens das Blatt wiedergefunden, muss ich mir in die Story packen. Das hört mittendrin auch auf. Du merkst den Moment, wo mein Bruder... Pullflang-Effekt. Ja, und da steht wirklich noch so Deutschland, Andorra. Und schon kein. In dem Moment hat mein Bruder mein Leben beendet. Einfach. In dem Moment hat er gesagt, du musst nicht aufschreiben, 8-0. Das macht der Kicker auch. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Da ist so richtig, da ist richtig ein Traum geplatzt. Ja, aber da ist wirklich ein Traum geplatzt. So. Aber mein Take, wo ich, also das, die Frage ist mir gestern eingefallen, weil ich gestern das gesehen habe, dachte mir so, okay, jetzt legen wir das Handy auch erstmal wieder weg, Felix, jetzt schnappen wir uns erstmal ein Buch oder machen einfach mal eine Woche lang nichts, so. Ja. Und zwar auch in den vorgeschlagenen Beiträgen war so eine Fotogalerie, also so mehrere Bilder gepostet von Kühen, die werden anscheinend so einmal im, was weiß ich was, im Leben, im Monat, im Jahr, weiß ich nicht,
werden die so gewaschen mit Shampoo. Mhm. Was? So ein Kuhshampoo? So, oder was für ein Shampoo denn? Also so, so. Ja, Kuhshampoo. Gibt ja auch Hundeshampoo. Also irgendwie so. Jedenfalls, also die Unterschrift. Von also, darf, war so, einfach so. Ja. Kühe, die mit Shampoo gewaschen wurden. Mhm. Und danach werden die also mit Wasser abgekerchert. Und dann werden die wie so geföhnt. Und du kennst ja selber, wenn man so frisch gewaschene Haare hat, ja, die und man die dann föhnt, dann hat man ja auf einmal so eine fluffige, so, ja, so einen fluffigen Helm auf dem Kopf. Das sind dann so Wolkenkühe, und, ne? Genau, und die Bilderserie von den Kühen war einfach so, also das Thema war frisch gewaschene Kühe, die gerade geföhnt wurden und so sehen die jetzt aus. Ja. Und dann bin ich da halt so kurz drauf hängen geblieben, hab mir das anguckt, dann so, ja, das ist ja niedlich, ja. Dann das nächste, ja, ist genau dasselbe nochmal, aber ist immer noch ganz witzig, ja. Und dann, ah, okay, so sieht es aus, wenn die Kuh irgendwie gefleckt ist und trotzdem gerade gewaschen wurde und dann gefischt wurde. Ja, ist witzig. Und ich hab die ganze Galerie, das waren so 6 Bilder, da hab ich halt wirklich so alle so angeguckt, einmal so, und dann wirklich so mit so offenem Mund, wie so ein dummer Jiffer, einfach so, ja. Ja, dieses war ich so richtig traurig, also so, und dann wollte ich so weiter swipen und dann so, das war das letzte Bild, und dann da hatte ich so kurz dieses so, ah ja, schade. Hatte ich so ein kurzes Schade im Kopf und da habe ich mich wie so geschüttelt, so, was machst du hier? Du wirst in 3 Wochen 34, Alter, kümmer dich mal ein bisschen um irgendwas anderes, als dir gewaschene Kühe anzugucken. Aber waren das Videos oder Fotos? Es waren Fotos. Mhm. Und im Dienste der Hackies, ich hab hier natürlich an euch gedacht, ich werde das posten. Klar. Ich hab mir hier Screenshots gemacht, weil ich dann auch nochmal einen Grund hatte, mir die nochmal anzugucken alle. Mhm. Und ich werde das hier als Bezugnahme einfach mal in die Story hauen, weil es ist so ein kurzer Moment, den man sich einfach mal geben kann, aber reicht dann auch erstmal wieder. Es gibt doch immer diese Jahresrückblicke. Wenn da nicht bei, Steffen Halaschka macht bestimmt so einen Stern-TV-Jahresrückblick oder irgendwie sowas oder wer auch immer. Aber da Big Pictures. Da möchte ich aber einen Kegelbruder sitzen sehen. Ja, oder? Und wenn da nicht Malle läuft nur einmal im Jahr, also wenn da nicht unten kommt die Gurke rein, ja, so als Montagemusik runtergelegt wird, dann weiß ich aber auch nicht. Aber ich kann dir eine Sache sagen, Tobi. Ja. Also unser gemeinsamer Homie Icke Hüftgold, also ja, wenn der da noch nicht mit denen am Schreiben ist, dann weiß ich aber auch nicht. Mit den Kegelbrüdern? Ja, na, sicher. Also die holt er sich. Ja, die klar. Die holt er sich. Ja. Der Song heißt dann so, wir machen Party auf dem Balkon, komm, komm. Ja, irgendwie sowas. Oder irgendwas mit schwedische Gardinen. So, weißt du? Und stattdessen gibt's schwedische Sabinen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. irgendwas, wie man ganz umständlich aus Gefängnis noch irgendwie Sex mit reinkriegt. Ja. Oder das Lied heißt, wir heben die Seife auf oder so, weißt du? Ja, so ein, nee, oder so schwedische Gardinen, deutsches, ja, Bier. Also, ja, also entweder sowas, aber schwedische Sabinen ist auch nicht schlecht, ja. Oder dass die irgendwie die Brüder auch so relativ alle so große Kegel hätten und so, weißt du, so auf Pimmel. So, das kann ich mir auch. Gewinnt, ja, das kann ich mir auch, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Irgendwie, irgendwas wird daraus wieder. Ich habe jetzt wieder Angst, dass Icke jetzt aus diesen Versatzstücken jetzt schon wieder einen Song macht und wir dann beim Après-Ski irgendwo in Kitzbühel bei einer hohen Inzidenz uns wieder da auf die Bühne stellen müssen. Ja, ey. Wenn ich den Song mit den Kegelbrüdern machen würde, dann würde ich, glaube ich, wie in so Anfang 2000er Hip-Hop-Tracks so einen kurzen Break reinnehmen und einmal the roof is on fire. Ich glaube, den würde ich mir auch noch mal, den würde ich mitnehmen, den Joke. Ja. Schwedische Sabine. Schwedische Gardin, schwedische Sabine, Kegelbrüder auf dem Balkon. Ach Gott, oh Gott. Also, ey, ja, Bohlen ist toll, weil du hast diesen Computer, du kannst erstmal Gag-Namen eingeben. Ja. Mach dir jetzt bitte schon mal Gedanken, ich muss jetzt nicht live machen, aber im Anschluss an diese Folge, brauchst ja einen geilen Gag, du kannst ja nicht einfach nur Felix. Ja, Pimmelhans, ich sag's jetzt, ich heiß Pimmelhans. Wir hatten in so einer pubertären Phase, haben wir uns fast schon darum gestritten, wer sich Adolf nennen wollte, ja, einfach aus ironischen, ja, komischen Ironie, Comedy-Gründen. Ja. Dann immer solche Namen, immer ja, sowas. Als Frau auch gern Eva Pimmelhans Braun. Pimmelhans finde ich gut. Pimmelhans, Eva Braun, ist doch witzig. Ja, ja, ja. Und man muss sagen, Bohlen auch eigenes Universum. Deswegen kurze Frage direkt an dich. Ringfinger, Mittelfinger und Daumen. Also es geht um die Bowlingkugel gerade, falls sie jetzt erst einsteigen. Tommy, da gibt's eine Eselsbrücke. Ich wollte, nächste Frage wäre gewesen, jetzt krieg ich's nicht mehr aus dem Kopf. Oh Gott.
also nimmst du eher eine Kugel mit weiten Löchern oder mit diesen engen Löchern? Weil da habe ich nämlich auch eine Angst, weil mein Vater hat damals mal boah, als jetzt, Gag jetzt gesagt. Du bist immer noch ja. zu nah an dem Bild dran, um zu sagen, mein ja. Vater hat mal. Ja, aber und egal, nächste erzähl. Woche, wir hören jetzt hier auf und nächste Woche geht's weiter mit Cliffhanger. Nee, der hat damals als Gag gesagt, wenn das zu eng ist, dass die Finger dann mitfliegen können. Ja. Das weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er hat immer das Kegeln propagiert. Und Bohlen ist halt diese Kacke aus Amerika. Und dann da hatte ich da immer lange Zeit Angst, wenn ich zu sehr oh Gott, mit den Fingern in diese engen Löcher reingehe, dass die Finger mitfliegen. Ja, so. Wirklich so. Ich hatte deswegen bei Bohlen meine Frage, nimmst du eine schwere Kugel mit weiten Löchern? Oder Nee, ich habe auch immer eine Kugel, von der man denkt, ja, bin ich mir nicht sicher, ob die vielleicht nicht sogar noch für Frauen ist. Weißt du, ja. Ich meine, ja, ich also auch. Ich habe immer noch so, ich sag einfach mal Größe 8. Also ja, ich nehme auf jeden Fall einstellig, immer. Ja, auf jeden Fall einstellig. Okay, das klingt alles ein bisschen merkwürdig. Egal. Nächste Frage, also das wäre jetzt eine gute Frage, weil sie nicht von mir waren. Jetzt kommen meine. Felix, wie lang ist dein Pimmel? Nein, also nächste Frage. Wie lang ist dein Pimmel? Naja, ich bin der Pimmelhanf. Was ist deine Lieblingsuhrzeit? Wie spät ist es? Nächste Frage. Kanntet ihr das früher auch, wenn man so gefragt hat, so wie spät ist es, dass man sich dann so kurz in den Unterarm beißt und dann raufguckt und sagt Zähne? Oder ist das so ein Berliner Ding? Berlin, glaube ich, weil ihr zu 10 Zähne sagt, aber ich finde es ehrlich gesagt überraschend lustig. Ja, wie spät ist denn das? Zähne. Ja, der Joke war früher mal Haut vor Knochen, hieß es bei uns immer. Wenn man so auf den Unterarm haben die Väter dann früher mal gesagt. Und wir als Kinder dachten, boah, Peak-Humor, mehr geht nicht. Das ist lustig. Das war der deutsche Louis C.K. Lustigste Moment für mich war, da dachte ich, das jetzt habe ich Humor verstanden. Als Otto in einem Film durch Miami läuft, oder Kalifornien, ich weiß nicht mehr, das ist der Film mit Steffi Graf auch. Und dann findet er auf dem Boden Geld, mehrere Dollar, in so einem Bündel und sagt so, boah, sinngemäß, boah, was für ein Glück. Nimmt das Gummiband ab, schmeißt das Geld weg und sagt, ein Gummiband kann man immer mal gebrauchen. Und das war für mich so heiliger Gral-Moment, wie Indiana Jones, so, kommt der engelsgleiche Sound, sag ich, that's it. Lustiger wird's nicht. So als Siebenjähriger saß ich davor, oh Gott, weil Geld ist ja eigentlich das Wertvollere, aber er hat das Gummiband genommen. Und das war. Du warst so wie dieses Meme von der Frau, die man so sieht und im Anschnitt einfach so eine Tafel voller Formeln. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich wirklich, Otto, okay, du bist es. Okay, dann eine andere Frage, die auch aus der Kulinarik kommt. Mhm. Ich habe mich für so leichte Fragen entschieden, weil die eben oft viel aufmachen, wie wir Fernsehleute sagen. Ja. Was ist denn deine Lieblingsgrillsoße? Also. Weil das ist natürlich jetzt ein wichtiges Thema im Dezember. Ja, ist ein wichtiges Thema im Dezember. Gestellt an jemanden, der kein Fleisch isst. Frage ist Bombe. Aber meine Lieblingsgrillsoße war immer eine ganz klassische gute Barbecue und nicht so eine Profi-Barbecue. Nicht so mit so einem Papieretikett mit Gummiband oben. Ja, mit, so. wo du richtig siehst, oh, hier wird gerade ein Traum erlebt, der bald platzt. Ja. Weißt du, oder so Bert, das Bert's Barbecue. Dann siehst du ihn so wie auf Che Guevara gemacht, wie er so mit verschränkten Armen da steht, mit so einer scheiß Schürze, die er auch noch im Merch verkauft, die sich insgesamt dreimal verkauft hat. Hört auf, eure Träume zu leben. Ich will die einfach, gib mir die Knorr-Barbecue-Soße, die richtige genau weiß, Großfabrik Scheiße, die schmeckt am besten. Und auch die, ja, die ist super extra rauchig. Ja, will ich nicht. Wenn ich eine rauchen will, dann rauche ich. Kannst du eine West reindrücken, noch in die von Knorr. Das auch. Sagen, ja. Aber das ist auch so wirklich so diese Produkte, wo Maschmeyer sagen würde, finde ich lecker, bin ich aber raus. Weißt du? Das ist das Dämlichste in der Höhle der Löwen. Manchmal so absagt, ohne aber Begründung. Geil, ja. Ich bin aber, bin ich raus. Haben Sie ein tolles Produkt, bin ich auch raus. Für mich ist nichts, aber viel Erfolg. Ja. Das ist das Dämlichste, wenn das irgendwas aus der Kulinarik kommt und allen schmeckt und keiner geht mit. Ja. das ist aber, du merkst einfach, die haben einfach nur Hunger. Boah, das ist aber, das Eis hier. Boah, das ist aber, nee, ich bin da, ich bin da raus. So. Ah, herrlich. Tommy. Ja. Was ist denn die beste Zigarettenmarke? Beziehungsweise schon. Nein, ich weiß nicht. Raucht nicht, Leute, das ist Quatsch. Nein, hört auf. So. Obwohl wir einfach so Kippen zugeschickt bekommen dann. Ey, das habe ich garantiert schon mal erzählt. Ich hatte ja drei Klassenausflüge im Oberstufe. Ich muss es nochmal ganz kurz. Ja.
Es kommen hier anscheinend neue Leute dazu. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja. So, aber dann kann ich auch nochmal erzählen. Bei McDonald's auf der Rutsche. Ja. Drei Klassenausflüge im Oberstufenzentrum, wo ich mein Fachabitur gemacht habe, in Schöneweide. Auf dem Oberstufenzentrum für Wirtschaft und Sozialversicherung. Und drei Ausflüge gemacht, immer mit, alle mit derselben Lehrerin. Einmal Kindl-Brauerei von Berliner Kindl mit Verkostung. Einmal Philip Morris, Zigarettenfabrik in Neukölln mit Verkostung und Kippen geschenkt bekommen. Und einmal Schilkin Schnapsbrennerei mit Verkostung. Wirklich? Das waren unsere drei Ausflüge, die ich im Oberstufenzentrum gemacht habe. Aber wart ihr dann alle, also mit den beiden, von den zwei von dreien auch besoffen dann? Ja. Der Rattenhart, ja, weil früher durftest du ja, weil das Kindl-Brauerei, das war in der 11. Klasse und da, also früher durfte man ja, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber da waren noch nicht alle 18, aber man darf ja ab 16 Bier trinken, weil durfte man früher zumindest. Ja. Kippen hat man früher auch schon mit 16 bekommen, haben wir auch einfach so geschenkt bekommen. Und da, als wir in der Schnapsbrennerei waren, waren wir alle schon 18, dann durften wir danach einfach so, also die brennen krass, einfach so Luft und so, und einfach auch so mitten am Tag halt. Also war so ein Daydrinking mit unserem danach Lehrer. Nach Doppelstunde Rallye danach noch. Ja, also wirklich. So, Tommy. Ich habe einen Tadel bekommen in der 7. Klasse, weil ich Alkohol verkauft habe an die Mitschüler. In der 7. Klasse. Ey, mich hat jemand gefragt, Tommy, warst du schon mal Drogendealer? Aber ja, also ja, Alkohol dazu zählt, würde ich. Ah, ja. Habe ich im großen Stil aus dem Keller von meinem Vater ganz viel geklaut und dann da verkauft. Ah ja, witzig. Und dann, aber auch für ganz schlechter Deal so. So gute Preise? So ein Pablo Escobärchen war ich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Teddybärchen. Ja, es war wirklich nämlich so, ja, die Weinflasche kannst du haben. Kam so, also wenn die Leute so in mein Zimmer kommen, bei der Klassenfahrt war das. Ja. Und war so ein bisschen verraucht, so schön, dass du da bist. Ah. Letztlich. Und dann habe ich die Weinflasche so für 2 Euro verkauft. Einfach gar keine gute Marge. Nee, überhaupt nicht. Ja, geht, weil ich habe null. Ich habe null, Einkaufspreis null. Ja, klar. Aber Tadel bekommen. Völlig zu Recht. Ja, ich war total enttäuscht, war sauer. So dachte so, hä, kann doch nicht sein. Ja. Aber im Nachhinein völlig zu Recht. So, Tommy, wir betreten jetzt die wunderbare, mit der nächsten Frage betreten wir die wunderbare Welt der Zeitreise. Oh. Wenn du in irgendeine Epoche oder in irgendeine Zeit, es kann wirklich 5 Jahre her sein, es kann 500 Jahre her sein, du kannst jetzt eine Woche Urlaub machen in irgendeiner Zeit deiner Wahl. Wo würdest du denn hintraveln? Boah. Also sowohl zeitlich als auch dann geografisch. Also wo würdest du in dieser Zeit sein wollen? Paris Mittelalter war bestimmt geil. Ja, ich glaube, der schlimmste Ort, den ich mir vorstellen konnte. Ich würde auch voll gern mal mir so, also Berlin auch auf jeden Fall, aber so ganz viele so deutsche Städte vor dem Zweiten Weltkrieg. Als Köln noch eine schöne Stadt war. Ja, genau, also bevor das alles plattgebombt wurde. Es muss ja so krass sein. Köln war so eine schöne Stadt. Es gibt irgendwo eine Ausstellung in Köln, wo du dir das angucken kannst, wie es aussah. Und wenn du mal so, allein so Barbarossa-Platz vorm Krieg oder Ebert-Platz vorm Krieg, da kommen dir wirklich die Tränen. Das ist so eine schöne Stadt gewesen. Das ist, jetzt haben wir, am Rudolfplatz gibt's KFC. Rudolfplatz gibt KFC. Like, wer es noch kennt. Ja, da geht an der Oberfläche, glaube ich, geht richtig was ab. Ja. Da ist so ein, wie so auf so einem Teich, so diese komischen Flöhe, die so oben am Wasser langlaufen, warum auch immer. Jetzt auch nicht so. Sind denen eigentlich? Die blamieren sich aber auch nur. Guck mal, was ich kann. Ja. Ja, das ist ja nur peinlich, was die machen. Das ist eigentlich mega beeindruckend, aber es kommt nicht an. Nee, also. Wie heißt es, da hatten wir ja schon mal die Diskussion drüber. Wie heißen die Leute, nicht Astronauten, wie heißen die beim Supertalent, wenn die an so einem so rumfliegen und so. In so aus dem Zirkus, wenn die an so rumfliegen, an so Trapez und so. Wie heißen die denn nochmal? Artisten, ja, Astronauten. Artisten, ja, das kriegt mich ja nicht. Ja, mich auch nicht. Ja, achso, dachte ich immer. Da habe ich mit jemand anderem darüber diskutiert, in meinem anderen Podcast. Nee, so Boden. Nee, aber Artisten, das ist auch nämlich genau das Gleiche. Es ist unfassbar beeindruckend. Es steckt deine Arbeit dahinter. Aber der Aufwand lohnt sich, weil wenn ich das Publikum bin, macht nicht das. Ja. Genauso sind diese Flöhe, die über den Teich rennen. Ja, das ist eigentlich gegen die Natur. Ja. Das ist halt Wasser, aber ich noch so einen, leicht. Habe ich noch einen zu? Kolibri. Weil Kolibris können ja wirklich, die können ja auf der Stelle fliegen. Ja. Mega beeindruckend. Aber damit die das können, müssen die ja übertrieben schnell mit den Flügeln schlagen. Ja. Aber da ich das so schnell mit den Flügeln schlagen, siehst du die Flügel nicht und siehst die Leistung dadurch gar nicht. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer an alle Kolibris da draußen. Ja. Auch wirklich so ein bisschen zeigen, dass ihr was könnt. Sie sitzen gerade so, schreiben sie mit. Okay, ja, machen wir. Verstehe. Guter Input. So.
Wenn so Kolibri sitzt an so einem Konferenztisch, auch so Blockierer, die sagen, nee, der hat Unrecht. Nee, der spricht da richtige Punkte an. Ja, ey. Das will man wohl auch mal sagen dürfen. Also Kolibris, die jetzt so eine Cancel Culture-Diskussion aufmachen. Die haben auch keine Stühle an dem Konferenztisch, weil die ganze Zeit in der Luft stehen. Okay. So, was eigentlich, hast du mal eine weirde Anfrage bekommen von Perversen? Ich schon. Also Socken kriegt man ja oft, so gebrauchte Socken. Und einer wollte mal mein Tisch sein. Dein Tisch? Ja, der hat geschrieben, dass er es sich vorstellen kann, zu mir zu kommen und sich so ein Brett auf den Rücken zu schnallen und wenn Kumpels da sind, dass wir ihn als Tisch benutzen dürfen. Das wäre weird. Und meine ganzen Kumpels, die haben mich das erzählt, die natürlich so, ey, bring den ran, das war mega witzig. So, ja, toll, ihr habt den Irren dann in der Bude. Ja, ey. So, aber gruselig, oder? Aber hätte ich's machen sollen. Je nach Platte. Glas, oder? Wir schon Glas machen. Schon Glas. Also, naja. Naja. Hey. Nächste Frage. Wenigstens hat er gefragt und kam nicht einfach so Eigeninitiativ. Wollte mich hier mal initiativ bewerben als Tisch. Kommt er einfach schon an mit so einer Platte auf dem Rücken, wie so ein Turtle, Alter. Ja, stimmt. Das stimmt, das passt dann auch nicht in den Aufzug. Ja, da kommt er auch nicht in die Tür. Oh. Da musste ihn so komisch so quer dann durchwinkeln, weißt du, wenn man so zu professionell einzieht. Antilope läuft vom Löwen weg. Felix, guck das. Für wen bist du? Erstmal, lange Frage. Ja. Das war ganz klar. Das war ganz klar. Großes Intro für wenig Frage. Also wirklich, diese 4-Käse-Pizza, die hättest du wirklich nicht reinbauen müssen. Die hättest du nicht reinbauen müssen. Nee, aber wir müssen hier auf die Zeit kommen. Schon. Der Lachs war, der war wenigstens noch plastisch. Mhm. Der war wenigstens noch aus dem Reich der Tiere. Aber gut. Ich glaube, ich bin jetzt so ein, ganz kurz, ey. Ich muss kurz eine Sache erzählen. Ja. Ich habe gesagt, ich esse noch einen Döner in 2022. Mhm. So. Ah, stimmt, ja. Als Fleischausflug eines Neuvegetariers. Oh. Und ich habe es gemacht. Und ich hätte so gern diesen Effekt gehabt, dass ich mir so denke, so, boah, nee, ist schon besser, auch kein Fleisch zu essen. Aber Tommy, der war so unsagbar lecker. War das eine Erfüllung, ey, war das schön. Ich habe mich so alleine, und einfach alleine bei Miss Kebab am Kotti, habe ich mich da einfach so reingesetzt, da ist auch nicht gemütlich. Mhm. So, da waren irgendwelche so eine Fünfertruppe Jungs neben mir, die viel zu laut sich unterhalten haben über irgendwelche Schlägereien. Aber es war einfach dieser Döner, ich und einfach dieser Moment. Und es war so schön. Das war so lecker. Und da habe ich gelernt, ja, wenn man das so ganz selten mal isst, dann ist das so was Besonderes. Das war so was richtig Tolles. Ich habe seitdem auch kein Fleisch mehr gegessen wieder. Mhm. Aber das war, ich würde fast sagen, mein Highlight im Dezember. war dieser Döner, ey. Übrigens, zum Thema Schlägerei von den Jungs, die haben angeblich gewonnen. So, egal. Das ist, es ist ein ganz komisches Alter, weil alle dich irgendwie so behandeln, als könntest du irgendwie, wüsstest du, was Versicherungen sind, aber in Wirklichkeit würde ich am liebsten noch Window Color machen und so. In diesem, da befinde ich mich gerade. Das ist so ein bisschen, komisches Alter. Ich weiß ohne Scheiß nicht mal, womit meine Wohnung geheizt wird. Also, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich betroffen bin von dem ganzen Gasscheiß zum Beispiel. Ich glaube, das liegt aber nicht an deinem Alter, sondern an deinem Einkommen. Nee, das ist auch möglich, klar. Aber ich wusste es auch früher nicht. Also ich weiß es wirklich einfach nicht, weil ich glaube, es ist Fernwärme, aber ich habe auch nie verstanden, was Fernwärme ist. Und das, obwohl mein Vater gelernter, Gaswasserinstallateur, Heizungsinstallateur. Ich weiß gar nicht. Gaswasser Scheiße. Das hat auch nichts mit Einkommen zu tun. Das ist einfach eine Bildungslücke von mir. Ein Freund von mir baut gerade ein Haus und habe ich auch überlegt, du könntest mich in jedem Arbeitsschritt komplett über den Tisch ziehen. Komplett. Der hat so ein paar Dinge jetzt gerade vor der Brust. So, die Einfahrt wird gemacht, Fenster. Was kosten, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich könnte dir nicht sagen, wir brauchen keine Ahnung, so 10 Fenster. Was kostet das? Ich würde ihm jede Summe glauben. Jede Summe. Ich glaube, ab 80.000 würde ich stutzig werden. Tommy, aber auch nur stutzig. Nee, ich würde natürlich trotzdem mein IBAN durchgeben. Ja. Hier macht ja, Tommy, Lastschrift. Aber warte. Ja. Wir brauchen hier gar nicht so weit weggehen. Ich stelle jetzt mal eine andere Frage. Ja? Keine Ahnung. Nee, Tommy, ich sag dir jetzt mal was. Was kostet so ein Besen? Kann ich dir nicht sagen. Du, von bis. Aber ich hatte im Zivi, das war so eine komische Szene, da wurde ich,
ich wurde ja von den, also wenn ich da so draußen war, Termine hatte mit den alten oder kranken Menschen, ja. Das hat mir immer Spaß gemacht, aber ich war da im Büro, wurde ich da wirklich behandelt wie so der letzte Sklave, Alter. Mhm. Und da musste ich immer so richtige Kackaufgaben machen. Und einmal musste ich einen Besen kaufen, was jetzt nicht so eine krasse Kackaufgabe ist, aber es war einfach eine Aufgabe, die ich da machen musste. Ich sollte einen Besen kaufen. Und dann sollte ich da zur Kasse gehen, ja. Quasi, und mit der Frau. Aber sag jetzt noch nicht die Summe, ich will noch raten. Ja, genau. Die mir den Auftrag gegeben hat. Und dann hat sie mich so gefragt, wie viel brauchst denn du? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und dann hat sie so einen 20er aus dieser komischen Geldkassette genommen, hat mich so angeguckt, habe ich so mit den Schultern gezuckt, hat sie noch einen 20er genommen. Irgendwie keiner von uns. Ich bin am Ende mit 70 Euro losgegangen. Und so ein Besen kostet unglaubliche 14 Euro. Ah, Entschuldigung. 14. 14. Ich habe einen total tollen, muss ich einfach mal sagen, ich habe einen total tollen Geburtstag hinter mir. So. Muss ich mal sagen. Ich muss jetzt mal dir ein bisschen was erzählen. Das wirkt jetzt wie eine Werbeveranstaltung, ist mir aber scheißegal. Weil, wirkt gar nicht wie eine Werbeveranstaltung, aber kannst du sagen. Also wir sind in Augsburg angekommen, in unserem, normalerweise bin ich kein Fan davon, Hotels zu erwähnen. Aber ich hatte ja vor, mit Freunden von mir nach Augsburg zu fahren, weil mein geliebter Verein Borussia Mönchengladbach dort zum Auswärtsspiel angetreten ist, unter der Woche. Und dann sind wir ins Hotel, in dieses Maximilians Hotel heißt es jetzt. Wie hieß es vorher nochmal, Tommy? Ja, darf man das jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte da mal... Es hatte einen politisch unkorrekten Namen bis vor ein paar Jahren. Racial Slur. Und dann haben wir das hier auch im Podcast thematisiert, ne? Unter anderem. Ja. Dass das doch irgendwie komisch ist, dass die so heißen. Dementsprechend hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich da eingecheckt habe. Ich dachte, vielleicht sind die mir nicht so wohlgesonnen. Bin dann mit meinem Freund eingecheckt, war aber überhaupt nicht so. Ja, aber Tommy, dann hast du die, ich habe da auch noch ein paar Mal gepennt danach. Ja, das will ich nämlich gleich erzählen. Dann hast du die Zimmerkarten gesehen mit den Konterfeis von irgendwelchen an Asterix-Comics anmutenden Schwarzen und dir gedacht, ihr habt eigentlich gar nichts daraus gelernt. Ja. Also das war total nett dort. Die Hotelmanagerin war total, waren alle total lieb. Dann haben wir eingecheckt. Es war einfach, ich will nur sagen, es war ein völlig besonderer Geburtstag für mich, weil ich war mit all meinen Freunden da, habe ins Zimmer eingecheckt, dann lag da schon das, was mich sehr gebauchpinselt hat, das Hotel-Gästebuch, in das man sich eintragen soll. Und dann habe ich ein bisschen drin rumgeblättert. Unter anderem auch deinen Eintrag gefunden. Was habe ich geschrieben? Ich habe schon... Ich habe so laut gedacht, ich habe schon bei euch geschlafen, als ihr noch offensive wart. Boah, ich habe so laut gelacht im Zimmer. Ah, stark. Habe ich eigentlich mal erzählt, wie ich mal richtig unwürdig in so einem richtigen, wichtigen Moment von einem Leben dabei war, wo ich so völlig verkatert irgendwie morgens so, geht's so richtig eklig, das richtige Stück Scheiße, Alter, hat mir nur einen Kaffee geholt und lauf so über die Straße an so einem Frühlings- oder Sommertag und beobachte einfach in meinem ekligen Modus, wie so ein Vater gerade seinen kleinen Sohn auf so einem kleinen Fahrrad so anschiebt und dann so das erste Mal so loslässt und das Kind fährt so seine ersten 8 Meter alleine und der Vater war so stolz wie Bolle und das Kind so Papa, Papa, Papa und alle waren so mega happy, ey, und ich, unwürdiger Hund, Alter, stehe da einfach und dünste gerade den Cuba Libre aus daneben, dachte mir so, boah, hab ich das gerade nicht verdient, diesen tollen Moment, an den die sich immer erinnern werden, mitzuerleben. Nee, okay. Ich war mal dabei, aber als ein Zeitungsausträger einen Dackel getötet hat aus Versehen. Das ist auch so eine, das war eigentlich dabei. Da hat jemand aus Versehen einen Hund, der war auf Inliner unterwegs, sehr groß. Und dann kam der Hund rausgerannt und dann ist der ganz unglücklich so auf den drauf getreten und dann hat sich nachher herausgestellt, dass sie ihn einschläfern mussten. Oh nein! Mhm. Das habe ich gesehen von einer Straßenseite. Und da ich, es ist alles ganz unangenehm gewesen. Das ist extrem, oh Gott, der arme Dackel. Für alle, da gibt's nur Verlierer in der Geschichte. Nur, auch mich, ich bin auch ein Verlierer in der Geschichte. Ja. Also wieso soll es auch ein Gewinner? Ich überlege gerade, ob es irgendeine Situation, wo es bei sowas einen Gewinner gäbe. Krass, ne? Stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Mäuseplage. Mhm. Dann kommt der Briefträger mit Inlinern, warum auch immer, und tritt dann auf eine Maus, dann hast du schon mal eine Maus weniger als Plage. Schau, das wäre ein normaler Briefträger, also mit Inlinern.
Es ist ein absoluter Fail der Woche. Möchtest du es hören? Darf ich erst was tippen? Ja, bitte. Okay. Ich schätze, du hast dir ein teures Sofa gekauft, was nicht angekommen ist. Nee. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Das wäre halt ein ziemlicher Fail. Junge, du bist wirklich richtig fiebrig. Egal. Also, Folgendes ist passiert. Ich hatte vor, mit einem Kumpel am Sonntag zum Spiel Leverkusen gegen Bayern München zu gehen. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Leverkusen, 20 Minuten von Köln entfernt, kann man locker mal machen. Ist natürlich ausverkauft gewesen, tolles Spiel, wichtiges Spiel, wollten alle sehen. So, habe ich spontan überlegt, relativ spontan, ein paar Tage vorher, ey, da könnte man doch eigentlich hin. Hab irgendwie Connections bedient und habe tatsächlich 2 Karten bekommen. Sogar, das verstärkt die verrückte Geschichte jetzt noch mehr, über eine Ecke über den Trainer, Xabi Alonso, den Trainer von Bayer Leverkusen, Weltmeister, 2-mal Europameister, Champions League gewonnen, also er hat richtig was in seiner Vita stehen. So. Der hat mehr erreicht als wir. Ja, pass auf. Ich habe diese Karten, ich habe über eine Ecke diese Karten bekommen. Bin dann mit meinem Kumpel voller Vorfreude, geil, endlich mal wieder so relativ neutral ein Fußballspiel gucken. Einfach so eine Top-Mannschaft wie Bayern live sehen, in Top-Kategorie, Top-Karten. Da kriegst du ja alles serviert und den ganzen Kram, es wird bestimmt fantastisch. Wir fahren da hin, parken das Auto, ist relativ kompliziert in Leverkusen, so ein bisschen außerhalb, in so einem Wohngebiet, gehen zu Fuß dahin, noch so 10 Minuten. Wir stehen, es hat so leicht genieselt, muss ich dazu sagen. Ich hatte, ist egal. Wir laufen aufs Stadion zu. Es sind auch ungefähr so 30 Meter zum Stadion. Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff. Und Tommy hat sich entschieden, Schuhe ohne Profil anzuziehen. Und ich habe mich vor ungefähr 400 Menschen, die da so rumstanden, so dermaßen auf die Fresse gelegt, aber so dermaßen in einer Pfütze, dass ich lag in einer Schlammpfütze. Aber also eine Pfütze, die wirklich 10 Zentimeter tief war, das Ding oder so. Also wirklich, ich war voller Matsch. Also wirklich so Schuhe, Hose, Jacke, alles. Sogar das T-Shirt, was ich drunter hatte, alles. Ich hatte sogar Schlamm, Spritzer im Gesicht. Es war alles komplett Schlamm. Also so Schlamm, dass ich wirklich nicht ins Stadion gehen konnte. Und es war, Leute haben gelacht und so. Und ich war natürlich, du kennst mich, dachte ich direkt so, fuck, hoffentlich habe ich keine Leute gesehen und so. Du bist ja ratzfatz so ein TikTok-Trend heutzutage. Gerade im Fußball, im Sportjournalismus, die lieben alles, was irgendwie kurios links und rechts neben dem Platz passiert, wird als Clip gepostet. Dann bin ich mit meinem Kumpel wie von der Tarantel gestochen. da war so eine Leverkusen gehen so Brücken über so ein kleines Flüsschen, so ganz viele kleine Brücken zu diesem Stadion. Bin ich unter diese Brücke und stand da wie so ein Drogendealer, voller Schlamm, wirklich voller Schlamm. Und ich so, wir können jetzt, also ich kann nicht ins Stadion, es geht nicht, ich komme da ja nicht mal rein. Also ich war wirklich voller Schlamm, komplett. Und hatte dann natürlich zusätzlich, also erstmal musste ich zu meinem Kumpel sagen, ich kann jetzt nicht ins Stadion gehen. Also normal hast du ja immer einen Plan B. Geh in die Stadt, kauf dir was, ging nicht, Sonntagsspiel, alles zu. So, was kannst du sonst machen? Ich war kurz davor, in irgendwelchen Häusern zu klingeln, fragen, ob die was für mich haben. Aber ich hätte alles gebraucht. Alles. Wäre nicht reingekommen. Das war wirklich, ich verspreche euch, ich poste das in meiner Instagram-Story, damit ihr das seht. Ich habe Fotos gemacht von mir. So. Und da hatte ich das Problem, dass es waren noch so 20, 30 Minuten bis zum Anpfiff. Das heißt, es gab aus allen Lagen, aus allen Richtungen einen Zuschauerstrom Richtung Stadion. Und es war schon so, dass ich auf dem Hinweg, das sage ich jetzt nicht, weil ich so geil angeben will, sondern es ist wichtig für die Geschichte, sehr, sehr oft erkannt wurde. Und Fotos machen durfte und so weiter und so fort. Und Leute gefragt haben und mich angesprochen haben, ey, was guckst du hier für ein Spiel heute an und warum in Leverkusen und so weiter. Cool, dass du hier bist und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, das wird ja auf dem Rückweg auch passieren. Nur halt voller Schlamm. Also ich wäre wirklich voller Schlamm. Wie wenn jemand so bei Takeshis Castle in so ein Becken fällt. Weißt du, wenn er vielleicht über Steine springen muss.
Und dann bin ich wirklich so seitlich, wie dieser Spion bei Asterix bei Kleopatra, so seitlich an der Wand habe ich so einen Moment abgepasst, wo diese eine Brücke relativ frei war, und bin dann seitlich über die Brücke, bin ganz seitlich, alles seitlich gemacht, so im Sidestep. Und dann kamen auch mal so Leute, ey Tommy, und ich stand so seitlich zu denen, wie so ein völlig Verrückter. So. Ich war nicht so, hi, so eine Hand so, und stand einfach, ich war komplett seitlich in dem Moment. Alles, weil es war nur eine Seite, ich bin seitlich halt da reingefallen. Und es war so voller Schlamm, dass ich nicht mal in mein Auto steigen konnte, musste halt meine, weil alles dreckig gewesen wäre, musste alles, was ich irgendwie im Auto hatte, als Unterlage benutzen. Und ich bin nicht in diesem Stadion gewesen. Es war Leverkusen gegen Bayern, aber ich war so voller Schlamm, dass ich mich erstens wie so ein Achtjähriger am Sonntag einfach random versteckt habe vor Menschen unter einer Brücke. Ich stand einfach, und es wirkte die ganze Zeit wie so ein Zivilbulle. Weil mein Kumpel stand oben und meinte, ja, ich glaube, jetzt können, und der hat das Handy in der Hand gehabt und ich auch. Und er meinte so, ich glaube, jetzt können wir hier ist gleich nicht mehr so viel, jetzt können wir hier gleich langlaufen, alles gut. Und ich stand die ganze Zeit unten mit dem Handy unter der Brücke und wirkte wie so ein Zivilpolizist. Aber ich wirke so wenig wie ein Zivilpolizist, weißt du warum? Es kamen einfach drei Jungs unter. Schlamm warst. Pass auf, das? Stimmt. Es kamen drei Jungs runter und haben sich unter dieser Brücke, Bayern-Fans, einfach auf so einem iPhone Lines gelegt und gekokst oder Speed gezogen, ich weiß es nicht. Aber da habe ich gemerkt, okay, ich habe keine Zivilbullen-Ausstrahlung, glaube ich. Ja. Und dann bin ich irgendwann da, also ich habe mich versteckt und ich bin 34 Jahre lang alt und war so voller Schlamm, dass ich nicht in ein Fußballstadion gehen konnte. Und das ist ja wohl ein absoluter Fail der Woche. Du warst seitlich. Ja, ich war sehr, Tommy war seitlich, schöner Folgentitel. Ja. Man denkt ja immer, ist doch toll, Renaturisierung, der Wolf kommt zurück, das spricht ja für unsere Wälder, muss ja ganz gut laufen, wenn diese Tiere wieder zurückkommen und Bären sind dann jetzt, auch plötzlich wieder Tommy, zurück. Tommy, komm jetzt aber nicht mit immer den, siehst du immer den einen komm Bauern, jetzt nicht mit drei Schafen, die da gerissen wurden. Ja, sagen wir, und selbst wenn es, sagen wir vier Schafe, weil vier Schafe sind 700 Euro bestimmt. Ich weiß nicht, was das für Schafe. Oh, Tommy, lass mal, Tommy, schätzen, jeder, was ein Schaf kostet. Und dann wird irgendjemand, also, irgendein Hacki wird es wissen, der wird uns das sagen. Was schätzt, was ja, kostet aber, ein Schaf? Ja, aber die Wolle inklusive die schon gewachsene oder exklusive? Ja, einfach ein Schaf. Wenn wir jetzt beide rausgehen. Naja, so, aber das Wertvolle ist ja neben dem Fleisch die Wolle schon. Tommy, jetzt eier doch nicht rum. Was kostet ein Schaf? Wo geht man überhaupt hin? Weil ich schätze, Tommy, ich schätze, ein Schaf ist deutlich billiger, als man denkt. Ich schätze, du kriegst ein okayes Schaf für 60 Euro. Ich schätze, Tommy, ein Schaf ist billiger als der WM-Fußball. Ein Schaf ist billiger als ein Akkuschrauber. Einmal schick essen gehen. Nee, ich sag, das ist ausgewachsen, ne? Nicht kein Lamm. Einfach ein Schaf, Tommy, jetzt sag doch bitte. 150. nee, 200 Euro. 200 Euro. Nee, 200 Euro. Also ich sag 60 Euro, Tommy sagt 200 Euro. Alle schäfernden Hackis da draußen, bitte gerne mal Bezug nehmen. Und nur dazu, nicht zum Wolf, bitte. Versuche aber generell schon sehr korrekt zu schreiben. Genau, du bist ein bedachter Schreiber. Ich glaube, die passiert ist ganz selten nur in the first place. Ja. Und weil Tommy, ich muss bin mir man, auch kann der ja Verwendung von Satzzeichen bewusst. Also wenn ich am Ende, also ich war mir auch der passiv-aggressiven Potenzials von Satzzeichen bewusst. Ein Ausrufezeichen am Ende, ein Punkt am Ende, ein Punkt, Punkt, Punkt am Ende, gar kein Satzzeichen am Ende. Das ist ja alles. Das ist ja alles hier, Krieg. Alles ist alles Kommunikation. Es ist alles Krieg, das stimmt. Es ist alles Kommunikation. Ein Nein mit Ausrufezeichen, ein Nein mit Punkt, ein Nein mit Punkt, 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 ein kleines Nein ohne Satzzeichen. Junge, das sind alle so verschiedene Neins, das glaubst du gar nicht. Und dann kommt es auch immer noch auf ja, die Empfänger. Weißt du, was diese Neins alle gemeinsam ja. haben? Hm, sie meinen alle ja. Exactly. Und jetzt, wo du gerade über Australien geredet hast, ist es so eine witzige Geschichte, ey. Die kann man sich nicht ausdenken. Ich gucke ja gerne Jung und Naiv, ja. Also das Talkformat auf YouTube von Thilo Jung, sehr guter Journalist, der sich immer einfach so Gäste aus allen möglichen Parteien, aus Wissenschaft und aus irgendwelchen Expertengremien einlädt und wirklich lange, so ein, zwei, drei, teilweise vier Stunden mit denen redet.
Und der auch wirklich so kritisch ist, so der die Leute, auch wenn er die mag, der fickt die auch, so weißt du? Einfach so mit also Fakten und. Also Sex, du meinst Sex. Also wirklich, ne? der fickt die so. Deswegen sieht er auch so gut aus, weil er so viel fickt einfach. Nee, aber der fickt die auch. Und einmal hatte der den, ich weiß nicht, ob er immer noch Vorsitzender ist, aber er war auf jeden Fall länger Vorsitzender von der Jungen Union. Tilman Kuban heißt er. Typ, wie man ihn sich nicht ausdenken kann, weil er wirklich ein Klischee auf zwei Beinen ist. Tilman Kuban. Wenn ihr ihn nicht kennt, googelt ihn einfach mal. Tilman Kuban. Vielleicht aber, der hat unter anderem dafür verantwortlich, dass weiße Sneaker nicht mehr gehen, weil die Jungen hat sich die weißen Sneaker geholt. Der hat diese Deutschland Puma Sneaker erfunden. Und der heißt zwar Kuban mit Nachnamen, aber der hat wirklich, kein kubanisches Feuer in sich. Ey, das ist wirklich, egal. Das ist so der Prototyp Allmann. So wirklich, Tilman Kuban. Und Tilman Kuban hat da in dem Interview gesagt, und da komme ich gerade drauf, wegen Australien. Tommy, warte, das musst du mich kurz erzählen lassen. Du kannst dir nicht vorstellen. Weil der hat nämlich, der hat da so richtig stolz erzählt, weil er so zeigen wollte, dass die von der Union auch irgendwie umweltbewusst sind und so. Und hat er so richtig stolz erzählt, dass er nach dem Abi ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht hat. Und da war Thilo Jung dann auch so erstaunt, so, okay, krass, was hast du gemacht? Und Tommy, weißt du, was der gemacht hat? Weißt du, was der gemacht hat? Das ist so witzig. Es ist als freiwilliges ökologisches Jahr gelabelt. Und weißt du, was der gemacht hat? Der ist nach Australien gefahren und hat da geholfen, ein Hostel aufzubauen, in dem Menschen tageweise wohnen sollten, die Opossums erschießen, weil die eine Opossum-Plage hatten. Und Tilman Kuban, freiwilliges ökologisches Jahr, war den Opossum-Mördern ein Zuhause zu bauen. Ey, ein Dach über dem Kopf zu gewähren. Ey, das ist so witzig. Ey, das ist so ein such a Tilman Kuban thing to do, ey. Dieser Rotbacki. Tilman Kuban sieht aus wie ein Nackenschnitzel. Tilman Kuban sieht aus wie ein Nackenschnitzel. Ist das jetzt nicht dann auch schon Bodyshaming? Ja, ist auch es, aber es ist okay. Ich finde Bodyshaming gar nicht schlimm, ey. Leute sollen mich auch Bodyshamen. Sollte ich machen. Egal. Auf jeden Fall habe ich diese Anfrage bekommen und dachte so, ja, cool, habe ich Bock drauf. Stand dann hinter der Bühne, dann Barbara Schöneberger hat das Ding moderiert, kam so hinter die Bühne. Wer sonst? Sagt mit Thorsten Schorn zusammen und sagt so zu mir, ja, hier, freut mich, jetzt bist du ja gleich dran und so. Ich so, ja, ich war total entspannt, überhaupt nicht aufgeregt, komischerweise. Bin dann da hoch und dann war das wie in so einem Hollywood-Film, weil ich habe nie richtig die Sendung vorher gesehen, war so ein bisschen hinter den Kulissen die ganze Zeit unterwegs und es gab kein Pult, kein gar nichts, einfach nur, also wirklich so Endstufe, so das war wirklich Champions League, ne? Einfach nur eine Bühne und wenn du kein, ohne alles halt, ohne Pult, ohne Mikro hat's im Gesicht kleben wie ein Backstreet Boy und dann stand ich da und dachte so, hey, so wie in so einem Film, dachte so, warte mal, ich bin ja doch total nervös und habe dann in diese ganzen Gesichter geguckt, ich glaube Chencha saß, weil es war in Hamburg, Chencha saß da, Christopher Herbst ist da in der ersten Reihe, Duran, die Band aus den 80ern waren da, es war also nur High Class saß da und ich gucke so in diese Gesichter und dann dachte ich immer, das wäre so eine Hollywood-Erfindung, aber das gibt's wirklich, weil bin so raus, ich sollte auch nur ganz kurz reden, wirklich kurz. Und hab dann auch so den Text kurz vergessen, war mega aufgeregt dann. Und hab dann, und jetzt kommt diese Hollywood-Beobachtung, in dieser Pause, in der es mir nicht eingefallen ist, ich dachte, das sind 10 Minuten oder so. Weil ich wirklich so, ich hab so in Gesichter geguckt, die so warten. Und so, hab wirklich Stecknadel fallen gehört im Raum und so alle so, so räuspern. Und du guckst in diese Gesichter, die so abwarten und abwarten. Und denkst so, fuck, mir fällt nicht ein, worauf ich nochmal hinaus wollte. Fuck, 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 Live-Sendung. Ist das jetzt hier? Und du, in diesen kurzen 5 Sekunden gehen dir Sachen durch den Kopf. Ist das jetzt hier, wird das ein viraler Clip? Ist das das und das? Kippst du gleich um? Was passiert hier jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann habe ich mich so ganz schlecht, glaube ich, daraus. Ich habe irgendwie sinngemäß, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwie sowas gesagt, wie ich liebe Interviews oder so. Und dann kam das, was mir nicht eingefallen ist, der Moment. Und dann so, naja, und ich liebe halt Interviews und hier sind irgendwie sowas, so ganz furchtbar. Also irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es war wirklich schrecklich. Und nachher habe ich auch Leute gefragt, die meinten, ja, man hat gemerkt, dass du aufgeregt warst, aber so schlimm, wie du es jetzt im Kopf hattest, war es gar nicht. Aber ich dachte in dem Moment wirklich diese Hollywood-Situation, dass so 10 Minuten die Leute dich angucken und dann rettest du es irgendwie und alle sind so, ah, okay. Das war wirklich ganz...
Es gab nicht so richtig den Moment, wo sich das so in komplettes Wohlgefallen aufgelöst hat, die Situation. Es war zu keinem Zeitpunkt dann doch noch geil, weißt du, ich meine? Normal ist ja Hollywood so, dass du dann so richtig ablieferst und alle stehen auf und singen die Nationalhymne. Ja. Genau, und alle waren nachher so, ja, gut, gerade doch eine 3- gemacht. Ich liebe Interviews. Aber was geil war, ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, mal da oben zu stehen und diesen Umschlag aufzumachen, zu sagen, die das Gewinner sind. Das durfte ich bisher noch nicht machen. Boah, das ist schon geil, weil du guckst dann guckst du nochmal in andere Gesichter, nämlich sehr erwartungsvolle. Tommy. Julius Caesar, so Joaquin Phoenix bei Gladiator, so Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ich wollte gerade sagen, Machtgefühl. Ich würde da richtig Gott spielen einfach. Oder einfach so Tommy, weißt du, sind so Christoph Maria Herbst und Ingolf Lück so nominiert, Ingolf Lück steht auf dem Zettel und dann sagst du, und der Gewinner ist Christoph Maria Herbst, Spaß, Ingolf Lück. Einfach so unnötig. Mir fällt gerade noch ein, rechts saß als Sidekick auf der Bühne, der sehr, mittlerweile auch beim Fernsehen sehr bekannte, aber natürlich auch durchs Radio 1 Live sehr bekannte Thorsten Schorn, der war der Sidekick von Barbara Schöneberger in dieser Sendung damals. Und ich bin noch auf die Bühne und wollte irgendwie sagen, es ist so toll für mich, gerade hier mit Thorsten Schorn, und wollte halt sagen, der mich immer, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, der mich halt immer auf dem Weg zur Schule quasi. Also ich wollte irgendwie sowas sagen. In so eine komische Ecke gedrängt, ey. Ja, ich wollte halt irgendwie sagen, dass ich den morgens immer gehört habe vor der Schule. Und ich glaube, ich habe entweder habe ich gesagt, der mich immer begleitet hat morgens zur Schule. Hey. Oder noch besser irgendwie mit Thorsten Schorn, mit dem eins von beiden, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja. Einfach überhaupt nicht mehr. Einfach. Und ich weiß noch, wie er mich so angeguckt hat, so, hä? Und dann hab ich einfach so weiter und hab dann so meine Ich liebe Interviews nochmal durchgezogen. Also, zurück zum Safe Ich liebe Interviews Material, ey. Und ich glaube nach wie vor, dass ich ein Diss bekommen habe von Christoph Maria Herbst danach, weil der war so eine halbe Stunde später auf der Bühne und hat dann sinngemäß sowas gesagt wie, ja, ich habe heute mitbekommen, wie man das macht auf der Bühne, auch wie man es nicht macht, und hat weitergeredet. Und ich glaube, es ging, ich weiß nicht, ich glaube, er meinte auch mich, aber völlig zu Recht. Aber es war eine krasse Erfahrung, weil ich bin wirklich mit so Balls dahin rumgelaufen, so, ja, das soll schon passieren, mein Gott. Und dann stehst du da ohne Pult, wenn du keine Bühnen- und Kameraerfahrung, ich hatte, glaube ich, 3 Fernsehsendungen oder irgendwie sowas zu dem Zeitpunkt. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer, vor allem live. Naja, aber es ist eine schöne Erfahrung gewesen. Tommy, du alte Quasselstrippe, kann ich hier bitte mal kurz reden? Du hast jetzt hier mal kurz Sendepause. Was ich nämlich gerade sagen wollte. Ich hatte bei dir in der Aufzeichnung, ihr seid ja da, darf man eigentlich sagen, wo ihr aufzeichnet? In diesen Studios, ja, oder? Ja. Ja, in Ossendorf ist es, glaube ich. Ja. Einfach ein riesiges Gelände, wo übertrieben viele Fernsehstudios anscheinend sind. Ich kannte das vorher nicht, aber war so. Mhm. Ein richtig weitläufiges, machen wir uns nicht vor, hässliches Gelände. Und ich hatte bei deiner Aufzeichnung wirklich einen Typen aus deiner erweiterten Crew, der nur dafür zuständig war, mir den Weg vom Catering zur Treppe zu zeigen. Aber auch nicht weiter als die Treppe. Auf dem Riesengelände hat das was von Frodo und Sam, die irgendwie bis zum Berg gehen müssen. Also es hätte auch sein können, dass ihr euch richtig verbrüdert auf dem Weg. Was bringst du denn heute für komische Referenzen? Was sind wir denn hier? Frodo und Sam, die Sims? Mit wem redest du denn hier, Alter? Was ist denn los mit dir? Ja, ey, was ist denn hier los? Er ist sich im Podcast verlaufen, Bratwurst und Baklava läuft morgen, ey. Aber sowieso eine Radiosendung. Aber hast du Herr der Ringe hast du auch nicht gesehen? Nein, Tommy, sag mal, ich hab Freunde. Ich hab gebumst. Ich hab ein Leben gehabt. Natürlich habe ich nicht Herr der Ringe geguckt. Ich hab Sport gemacht. Ich hab ein Sixpack, seit ich 13 bin. Ich hab doch kein Herr der Ringe geguckt. Also, du hast doch vor lang keinen Sport mehr gemacht. Hast du jetzt noch ein Sixpack? Nee, ne? Das ist doch mittlerweile. Ja, natürlich habe ich noch ein Sixpack. Es ist aber nicht mehr so geil. Aber ich arbeite dran. Ich hab übrigens. Ich drück die Daumen auch im Namen meiner Familie. Alle. Dankeschön. Deine Mutter. Ja, sein Sixpack ist immer so nett. Tommys Mutter, wo ist? Deine Mutter liebt dein Lächeln. Aber vielleicht das Sixpack, kann sein.
Ja, jedenfalls. Ich habe Sport ganz schön schleifen lassen. Mhm. Sorry, dass ich mich in der Klinik erstmal um meine psychische Gesundheit gekümmert habe, Tommy. Sorry, dass ich deinen optischen Ansprüchen gerade nicht genüge, dass ich nach 3 Monaten Psychiatrie gerade nicht on point bin. Naja. Ja, Felix, Gesprächstherapie schön und gut, aber du musst auch mal wieder Squats machen. Also sowas habe ich Felix. Ja, du musst auch wieder squatten, ey. Ja. Jetzt bist du eine Fit in der Birne und siehst scheiße aus. Oder wie es awkward Tommy sagen würde, Squats muss sagen. Squats. Wie wird das geschrieben? Mittelhochdeutschen Wort. S-K-W-O-T-T-S. Squats. Ja, ey. Wenn ihr euch fragt, was meint Tommy mit schlecht aussprechen, stellt euch einfach vor, ihr müsstet obvious sagen und seid Tommy Schmidt. Obvious. Obvious. So müsst ihr hallo auf Das ist aber immer noch eine der größten Frechheiten, dass du hier behauptest, du könntest gutes Englisch sprechen. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Habe ich nie gesagt. Aber mein Englisch ist okay, eigentlich. Im Gegensatz zu dir. Das stimmt. Ich sag diese Gen Z-Wörter kann ich halt nicht. Ich sag ganz awkward. Ich sag halt, awkward, irgendwie so. Also O-C-K. O-C-K und dann das deutsche Wort. Awkward. Ja, bei dir klingt awkward wie so ein mittelhochdeutsches Wort aus dem 17. Ey. Stimmt, aus dem 17. Jahrhundert. Du hast irgendwie so abgeleitet. Genau, so Ocker, wenn du so nach der Farbe Ocker guckst und dann so Herleitung, sprachliche Herleitung bei Wikipedia und dann immer aus dem Mittelhochdeutsch, Mittelalter, blablabla, aus dem Awkward, was so viel hieß wie Brücke und dann Schlamm und so, irgend so eine Scheiße. Man hat sich direkt Brücke genannt, die Ritter, Alter, in ihrer Rüstung. Das hat mich immer schon aufgeregt, dass sie einfach im Mittelalter auch wirklich merkwürdig geredet haben. Naja, sonst war es eine sehr gute Zeit. Mittelalter, glaube ich, Top-Zeit. Also da ging es allen gut. Da gab es auch lange Gerichts... Da hat die Menschheit gepiekt. Wenn es dann Verdacht gab, ob einer Straftat, da gab es, glaube ich, auch lange Gerichtsverhandlungen. Da wurde hin und her überlegt, da wurde auch mal abgewogen, da gab es eine gehusige Beweispflicht und so. Da wurde nicht direkt ein Urteil verstreckt. Oder wenn da irgendwie mal jemand aus Versehen Feuer gemacht hat, wurde er nicht direkt verbrannt oder so. Nee, das war... Da waren die Leute nett zueinander. Da gab es auch noch keine Gender Pay Gap. Ach, die gibt's ja heute auch nicht. Naja, so, Tommy, jedenfalls. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist, nur ganz kurz? Wie absurd, so ungefähr 2013 oder 14 war das, da hatte die Plattform Facebook.com ganz kurzzeitig das Feature, das war so ein halbes Jahr lang oder so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass man live sehen konnte, was die Leute gerade so liken, posten, teilen, gefällt mir drücken und so. Weißt du das noch? Nee, wie sah das aus? Da war rechts einfach so ein Lesezeichen in einem Browser, wenn du Facebook geöffnet hast. Und da war die ganze Zeit so, Felix Lobrecht gefällt Busen. Was weiß ich, sag mal irgendeinen Namen, Tim Schmidt. Wie unkreativ bestimmt. Das war einmal Felix und einmal Tim jemanden, der einfach fast so heißt wie du mit Vornamen und exakt so heißt wie du mit Nachnamen. Tim Schmidt. So heißt die Folge, die heißt so dermaßen Tim Schmidt. Boah, ich bin einfach so durch. Ich bin so auf einer Herdplatte unterwegs, ey. Tim Schmidt, ey. Felix Lobrecht gefällt Busen und Tim Schmidt hat Kölner Haies Beitrag kommentiert. Was weiß ich, und du kannst sofort sehen, was der kommentiert hat. Stell dir das mal jetzt vor. Alter, was für ein Horror. Ja. Ich muss noch ein Update abgeben. Ich hab's doch erzählt, dass ich die Mutter von einem sehr guten Kumpel von mir aus Versehen wieder zum Rauchen gebracht habe, weil ich auf einer Hochzeit, als ich in Detmold war, gesagt habe, ey, komm auf die guten alten Zeiten, weil wir haben uns so Zigarren gekauft, weil das ist eine Schwachsinnsidee halt. Weil ich da in so einem Kiosk und habe einfach, die hat doch immer diese Marke geraucht, diese Camel hat die doch immer geraucht. Und dann habe ich so die mitgebracht zu der Hochzeit, weil ich dachte, hier, guck mal, haben wir einfach früher, als wir im Garten saßen, hast du immer Camel geraucht. Dann hat sie daran gezogen. Und da hat ein Kumpel von mir dann nachher gesagt, meine Mutter raucht jetzt wieder. Und dann werden sie ja darüber über mich lustig, weil das jetzt einfach schon so ein Mörder auch bin. Also egal. Auf jeden Fall hat mir jetzt mein Kumpel. Dass meine Mutter einfach ermordet. Ja, mein Kumpel hat mir völlig kontextlos auf Heimatbesuch ein Bild geschickt von einer 60er Big Pack Camel Packung. 60 Zigaretten sind da drin, oder 58, und einfach nur drunter geschrieben, schönen Dank nochmal.
60 Kippen in einer Packung. 60er, ey. Eieieiei. Also das nur kurz als kurzes Update, ob die Sache wieder gut gelaufen ist. Nee, ist sie nicht. Aber 60 ja. Kippen, Alter. Ja, ey, das wollte ich eher nochmal auf der Bühne erzählen. Bitte. Ey, oh, jetzt mach ich mich unbeliebt. Aber oh, jetzt mach ich mich unbeliebt. Also, folgendes. Ich hatte mal eine Organisation geschrieben, die hieß, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sowas sinngemäß letzter Wunsch. Und da können so Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, die irgendwie eine schlimme Krankheit haben, nicht mehr lang zu leben haben, können da so mitmachen und quasi so irgendwelche letzten Wünsche äußern. Diese Organisation, die ist so spendenfinanziert und ist einfach irgendwie ein eingetragener Verein. Die können kümmern sich da darum, ob die vielleicht irgendwas davon möglich machen können. Hier. Der kleine Timmy, der will einmal irgendwie in einem Formel-1-Auto mitfahren, so mäßig. Und dann gab es da einen Typen, das ist schon eine ganze Weile her, der wollte eine Show gerne von mir sehen. Und nicht Gregor. Von Gregor habe ich ja im Podcast schon erzählt. Rest in Peace, Gregor. Sondern es war ein anderer. Den hast du ja noch besucht. Ja, Besuch im Krankenhaus. Ist ja egal. Aber jedenfalls war irgendein Jugendlicher, der wollte gerne mal zu einer Show von mir kommen. Und der kam halt, wie gesagt, von einer Organisation, die ungefähr sowas wie Letzte Wünsche hieß oder sowas. Hab's gelesen, dachte mir so, ja klar, Alter, komm vorbei. Es war damals noch, es ist schon wirklich lange her, es war in Bonn. Und da habe ich gesagt, ey, der kann auch gerne, hat dann so zurückgeschrieben, ey, ihr könnt auch gerne früher kommen, ihr könnt auch beim Soundcheck irgendwie da sich das angucken, kann vielleicht noch was mit uns essen. Der war so nett, ja, so, er war so 16 Uhr was, dachte, er hat nicht mehr lange zu leben. So, will die Schurken, ja gerne, sei willkommen. Und dann kam die da an. Er, so eine junge Betreuerin, Mitarbeiterin, was auch immer, noch ein Kumpel von ihm, war voll nett, haben da beim Soundcheck mitgemacht, wir haben gequatscht, bla bla bla. Und dann, weil er war so voll agil und richtig gut drauf und so. Und ich wollte aber auch nicht, weil ich weiß nicht, was er hat. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwie so Leukämie. Leukämie fängt gerade an, man sieht es. Ich weiß es nicht. Irgendeine schlimme Krankheit. Von meinem Kumpel Minlohn, rest in peace, der hat ja auch eine ganz schlimme Krankheit, spinozerebrale Ataxie. Und 3 Jahre lang hat man nichts davon gesehen und dann hat er auf einmal rapide abgebaut und ist gestorben. Und ich dachte, vielleicht hat er auch irgendwie so, ich wusste nicht. Und dann war der irgendwann mal auf Toilette und da habe ich seinen Pfleger gefragt, war dieses Mädel, mit dem er da war, die da irgendwie gearbeitet hat. So. Und sag mal, ich wollte jetzt nicht irgendwie blöd sein, so, ja, was hat denn der? Und dann hatte der Diabetes. Und dann dachte ich mir, Entschuldigung, 30 Euro Diabetes? Und dann noch Diabetes Typ 2, der hat sich jetzt selber angefressen? Was? Ich bin so, was? Ja. Jetzt war mein Tonabstand ein bisschen reserviert. Hey, Spaß. Er ist natürlich trotzdem weiter mit dem rumgehangen. Aber ich habe mich mit der Krankheit nie auseinandergesetzt. Das ist bestimmt ganz schlimm. Aber das kann, weil ich dachte halt wirklich, der hat Krebs und stirbt in ein paar Wochen. Und nicht, dass er ein bisschen zu viel Marshmallows in seiner Kindheit gegessen hat. Der kleine, dicke Champion, ey. Du bist ein schlechter Mensch. So. 5 schnelle Fragen, bitte. Oh, ich heule. Oh. So. Felix. Thomas. Erste Frage. Überhaupt keine guten Fragen. Das ist ganz ehrliches Feedback zu sich selber. Ich weiß, was ich im Angebot habe, ey. Nee, ich dachte, die machen was auf, aber glaube ich, machen die. Die machen mir aber zu. Die erste Frage ist einfach, Spülmaschine ein- oder aus? Weil ich dachte, das macht vielleicht irgendwas auf. Aber macht auch was auf, Tommy. Oh, toll. Kann ich dir wirklich sagen. Boah, ich schwitze, es ist einfach so sauna hier, Alter. Es ist so warm hier, Alter. Woran liegt das? Ja. Ach ja, wir kommen im Mars immer näher. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind gerade auf Höhe der Sonne, deshalb. Ich möchte ganz kurz jedenfalls noch den Plot zu Ende erzählen. Boah, wir sind kleben gerade. So, also. Müssen wir durch. Der Plot von Sissi und ich ist, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht habe ich noch den krassen Spin überlesen, aber ich befürchte nicht, ehrlich gesagt. Und zwar fährt Sissi mit ihrer Dienerin
Auch, ist auch bei den Leuten geblieben. Ihr kennt, man kennt sich, du bist Kaiserin und fährst nach Korfu mit einer Dienerin. Das ist einfach relatable Content. Klar. Und dann sind die da. Und dann haben die eine gute Zeit nämlich. Und aber entgegen der Sitten dürfen die sich, weil die aus verschiedenen Ständen oder wie auch immer man es früher genannt hat, sind, dürfen die sich eigentlich nicht zu nahe kommen. Aber die haben eine gute Zeit. Und dann ist der Urlaub zu Ende. Und dann ist auch nämlich der Film zu Ende. Also wenn die langweilige Scheißfilm. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich muss den noch schauen. Ja. Bevor wir jetzt die Leute wieder in die Pfanne hauen. Ja, ist zu spät. Also wenn die den Preis für den besten Ton gewinnen, oh, da haben sie, weiß nicht, sag mal, irgendein typisch griechisches Tier. Gibt es überhaupt Tiere in Griechenland? Ein griechisches Tier? Ja, gibt es Tiere in Griechenland? Wie griechisches Tier, ist auch ein spanisches Tier. Ja, wieso? Korfu ist doch Griechenland. Ja, ich meine, aber wieso gibt es denn länderspezifische Tiere in Europa? Außer ein Elch. Nenn mir ein griechisches Tier. Ja, nenn mir ein englisches Tier. Ja, ein Fuchs. Ja, okay, aber Fuchs ist mittlerweile ein Berliner Tier. Ja, aber einfach so ein Tier, was relativ häufig vorkommt in England, ist safe ein Fuchs. Und in England gibt es auch diese, muss man darauf achten, diese großen grauen Squirrels, diese großen grauen Eichhörnchen, die sind größer und grauer als in Deutschland. Aber ist auch egal. So ein Gecko, oder? Gibt es natürlich, aber alles was mediterran, so ein Gecko. Ja, so ein Gecko. Ja, okay, wofür kriegst du dann den besten Ton, wenn du am besten so ein Gecko nachmachst? Das ist einfach ein so ein arbeitsloser Typen, der so in einer Tonfirma angeheuert hat und der macht dann so. Oh ja, und der Preis für den besten Ton geht an Sissi und Icke. Werde ich dann auch so sagen, weil ich sag's ja. Sissi, okay. Ja. Ich vergib den Preis, ja. Aber vielleicht gewinnen die auch nicht. Ich hoffe, ich gewinne nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist ja der richtige Elefant im Raum, wenn die jetzt gewinnen und du hast vorher in diesem Podcast hier so über den Film geredet, zu dem ich gar nichts sagen kann. Ja, ich kann da auch nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich hast du aber, du hast auch eindeutig. Ja, ich habe da 6 Minuten drüber geredet, aber qualifiziert bin ich dafür nicht. Das kann ich hier schon mal als Disclaimer vorweg schicken. Fand ich eine schöne Frage von einer Hörerin. In welchen Momenten wollt ihr auf jeden Fall gesiezt werden? Stark. Schöne Frage. Ja. Schöne Frage. Und ich gebe jetzt zu, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Das passiert alles jetzt hier live. Ja, das ist ja auch besser. Ich glaube, wo ich wirklich gesiezt werden möchte, ist, habe ich ja schon mal gesagt, beim Hotel-Check-In. Ich möchte wenigstens einmal kurz gesiezt werden, bevor es da irgendwie locker flapsig wird. Aber ich will einfach nicht da irgendwie so angeduzt werden, so wie hier in dem Astronauten-Hotel. Ja, hatte ich letztens in einem Hotel genau das. Ja. Da war so ein sehr, war total nett, aber war halt ein bisschen übereifrig. Ich bin sehr spät abends eingeschickt und der an der Rezeption sagte zu mir, so, ey, gemischtes Hack, bestes Hack. Das war so ganz unangenehm. Ja, und ich war so mega müde, hatte so Augenringe bis zum Kniekehlen. Dachte so, ja, yeah, so zurück. Und dann hat er mir direkt so voll komisch, ja, wir haben hier unsere kleine Bar, wir haben hier einen Drink. Die Leute denken scheinbar irgendwie, ich bin Alkoholiker oder so. Ja. Hier, willst du noch was trinken? Ich so, nee. Und dann er so, wieso nicht? Was, wieso soll ich denn jetzt was trinken? Ich habe ja keinen Bock. Es gibt zwei Sachen, bei denen ich immer denke, wie konnte sich das so einbürgern? Einmal, dass die Leute denken, ich trinke scheinbar immer. Ja. Und dass die Leute denken, ich mache nicht so gerne Fotos mit Menschen. Immer wenn mich Leute fragen, sagen die immer als Eröffner, ich weiß, du machst das ja nicht so gerne. Mhm. Habe ich das irgendwann mal hier in dem Podcast gesagt? Das stimmt gar nicht. Nee, ich glaube, das ist so ein Übersprung. Völlig in Ordnung, frag's ruhig. Das ist eine Übersprungshandlung. Ja, sage ich auch mal, wenn die Leute nett fragen, mache ich eigentlich immer Fotos. Aber kennst du so Leute, die so rücksichtsvoll sein wollen, dass sie dadurch dann schon wieder nerven und den Prozess verlängern? So, weißt du, ja, so, die kommen dann so angemaust, wie so kleine Mäuse, so, hey Felix, können wir ein Foto machen? Ich, ja, ja klar. Und dann so, aber nur wenn es gar kein Problem ist, nee, alles gut. Nee, weil ich will dich jetzt auch nicht nerven. Ja, nee, ist doch okay, wir können das schon machen. Ja, okay, aber dann wirklich, also wirklich nur, wenn es gar nicht stört. Mach das Foto. Ey, genau das. Ja. Ey, das ist jetzt natürlich super selbstreferenzielle Promi-Scheiße, da muss man jetzt durch. Ich weiß, dass ich sehr viel Werbung mache für diesen Film und ich weiß, dass es einige von euch nervt und es tut mir auch leid. Und ich mache das nicht, weil ich damit unglaublich viel Geld verdiene. Ich werde mit diesem Film, hands down, kein Geld mit verdienen. Ich habe da sogar Geld, ich habe da 100.000 Euro eigenes Geld reingeschmissen, die ich nie wiedersehe. So, ich werde mit diesem Film kein Geld verdienen. Das ist einfach das Projekt, an dem ich
künstlerisch am längsten gearbeitet habe. Ich habe 2014 angefangen, dieses Buch zu schreiben. 2017 kam es raus. 2018 haben wir angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Bis 2020, dann haben wir den Film gedreht, dann haben wir ihn geschnitten. Das ist ein Projekt, was mich seit 9 Jahren begleitet. Vom ersten Satz für den Buch bis zum Kinorelease. Und es ist unglaublich gut geworden. Und deshalb therapiere ich euch so damit, damit sich das gelohnt hat und damit ihr das alle guckt und gut findet. Das geht mir da wirklich nicht ums Geld. Mir geht es wirklich darum, dieses Projekt so gut wie möglich zum Abschluss zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass euch der Film gefallen wird. Deshalb therapiere ich euch damit so krass. Aber ich verstehe das nicht, wieso du das gemacht hast, obwohl du kein Geld damit verdienst. Ein besseres Schlusswort finden wir nicht. Also felix-lobrecht-tickets.de auschecken, zur Kinotour kommen. Ja, und Tommy kriegt dann hoffentlich auch mal wieder Geld, damit er sich mal wieder ins Fernsehen bequemt. Die Leute warten, ja. Herrn Schmidt. Da folgen wahrscheinlich bald Infos, wann es da endlich weitergeht. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Gemischtes Hack für diese Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander. Wenn ihr ein paar Mark übrig habt, checkt mal die Spendenlinks aus für die Türkei und Syrien, für die Erdbebenopfer. Ja. Ja, ich will da jetzt auch gar keinen Quatsch mehr zu sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Felix Lobrecht. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Dem schließe ich mich an. Und mit der Info bezüglich Fernsehen, Anfang März geht's weiter. Anfang März. Tschüss. Rüssel.